So, guten Abend. Wir warten zwar noch auf eine unserer Zeitzeuginnen, aber ich glaube, wir können bereits beginnen. Mein Name ist Marianne Zepp. Ich bin hier in der Böll-Stiftung verantwortlich für das Referat Zeitgeschichte. Wir haben die heutige Veranstaltung genannt, eine historisch-biografische Annäherung an das Migrationsthema. Und ich glaube, das ist doch etwas erklärungsbedürftig. Unsere erste Grundannahme ist, dass Migration die Entwicklung der deutschen Nachkriegsgeschichte wesentlich geprägt hat. Viel mehr, als das im allgemeinen Bewusstsein ist. Aber die Historiker haben sich ja auch deutlich in den letzten Monaten in die Debatte eingemischt. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir heute zwei Vertreter hier haben, die diese Debatte auch mitgeführt haben. In der Gesamtentwicklung der letzten Jahrzehnte haben wir es mit ganz unterschiedlichen Phänomenen von Einwanderung zu tun. Die Flucht- und Vertreibungsgeschichte nach 1945 wurde lange Zeit nicht unter dem Aspekt, dass es auch eine Migrationsgeschichte ist, betrachtet. Sie war und gilt als ein Teil der gelungenen, bewältigten Kriegsfolgen. Ihre Akteure waren per se Teil der deutschen Gesellschaften in beiden Nachkriegsdeutschland. Und obwohl ihre Integration in vielen Teilen der noch ländlich geprägten Gesellschaft des Nachkriegsdeutschlands und in der zerstörten und ressourcenarmen Zeit sicher nicht einfach war, darüber werden wir heute Abend sicher noch einiges hören, gilt es doch so, dass die Integration dieser 12 Millionen Leute, die aus dem Osten kamen, gelungen ist. Das war etwas anders bei den nachfolgenden Einwanderern. Die in den 60er Jahren ankommenden sogenannten Gastarbeiter aus Südeuropa und aus der Türkei hatten den Vorteil, dass sie bereits in den Arbeitsprozess eingegliedert waren. Dennoch wurden sie nicht nur als Fremde wahrgenommen, sondern sie hatten auch keine Option auf eine Zukunft in diesem Land. Sie haben Deutschland in einer Weise verändert und die Debatte um Deutschland in Deutschland, dass Deutschland ein Zuwanderungsland ist, wesentlich mitgeprägt und waren eigentlich auch in der zweiten und dritten Generation dafür verantwortlich und haben mit dazu geholfen, dass dieses Bewusstsein, dass dieses Land nicht so homogen ist, wie viele annehmen, haben sie das mitgeprägt. Und die Stigmatisierung des Fremden spürten auch die Flüchtlinge, die nach dem Fall der Mauer in Deutschland ankamen, die Siedler aus der Sowjetunion und anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks. Die Bilder brennender Asylunterkünfte, die aus dem Vereinigten Deutschland um die Welt gingen, sind bis heute nicht vergessen. Und dennoch kann man heute sagen, dass die Art und Weise, wie dieses Land heute mit Migration umgeht und mit Migranten umgeht, eine andere ist. Dafür lassen sich deutliche Belege finden. Und vielleicht hilft auch die Erkenntnis, dass Migration kein aktuelles Phänomen ist. Dass Menschen in großer Zahl aus den unterschiedlichsten Gründen oft über weite Strecken gewandert sind und Gesellschaften in erstaunlicher Weise aufnahmefähig sind. Es zeigt sich, dass das Wissen um diese historischen Erfahrungen einiges von der derzeitigen Hysterie eindämmen könnte. Und wir versuchen es. Die Empathie, die die Mehrzahl der Deutschen heute gegenüber den Flüchtlingen zeigt, speist sich aus den Bildern des Krieges und der Verfolgung, aus denen die Menschen besonders aus Syrien hierher kommen. Daher hat es nicht lange gedauert, bis diese Bilder im öffentlichen Bewusstsein belebt wurden und gleichzeitig aber auch Bilder der Flüchtlingswelle nach dem Zweiten Weltkrieg wieder evoziert wurden und Vergleiche angestellt wurden. Diese historischen und lebensgeschichtlichen Parallelen
über die Zeiten und Räume hinweg verweisen zugleich auf ein politisches Statement, mit dem wir in diesem Abend, dem wir an diesem Abend Ausdruck verleihen wollen. Die Fremden, die heute ankommen und deren kulturelle Fremdheit nachgesagt und immense Integrationsleistungen vorausgesagt werden, werden eines Tages auch dieses Land repräsentieren. Sie verdienen nicht nur unseren Schutz und unser Mitgefühl, sie sind auch ein Teil unserer Zukunft hier. Und das ist der zweite Aspekt für diesen Abend, für den wir sozusagen den lebendigen Beweis heute Abend antreten wollen. Und deshalb haben wir hier ein Podium eingeladen, das aus unterschiedlichen Generationen und aus sehr unterschiedlichen Herkünften repräsentiert. Und wir haben sie eingeladen, sie sollen ihre Geschichte des Ankommens erzählen, authentisch, wie sie sie erlebt haben. Und darauf bin ich sehr gespannt und darauf freue ich mich und ich hoffe, Sie auch. Herzlich willkommen. Ich mache noch ganz kurz eine organisatorische Ansage. Eine unserer Teilnehmerinnen auf dem Podium des Zeitzeugenpodiums spricht in Englisch. Das heißt also, wenn Sie Übersetzungshilfe brauchen, wir haben simultane Übersetzung und hier sind auch Übersetzungsgeräte. Also wenn Sie noch welche holen wollen, dann sind Sie jetzt, ist jetzt die Gelegenheit dazu. So, wir beginnen mit dem ersten Vortrag. Herr Patrice-Potrus wird einen Überblick geben über Migrationsgeschichte, Einführung in die historische Migrationsforschung. Und ja, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Und ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Patrice-Potrus. Ich bin vom Beruf Historiker. Das bedeutet nicht, dass, oder wie soll ich sagen, der Titel meines Vortrages ist ein bisschen missverständlich. Also Sie müssen jetzt nicht die Notizblöcke ziehen und darauf warten, dass jetzt jemand Ihnen sagt, was man aus Migrationsgeschichte lernen kann. Also weil der Vortragstitel klingt ein wenig so, ach, ein Student von mir, sondern ich will, weil ich auch aufgefordert wurde, möglichst knapp zu sprechen, ich will darüber reden, wie man sozusagen, was Migrationsgeschichte kann und wie man zur Migrationsgeschichte kommt. Und ich werde sozusagen genau andersrum argumentieren. Die schwerste Übung, wenn man Studenten gegenübertritt und ihnen sozusagen versucht in einem, inzwischen heißen die Sachen ja alle Module und Kurse, früher waren es mal Proseminare und Übungen, ihnen versucht beizubringen, dass es in der Geschichtswissenschaft nicht um Wahrheit geht, sondern um Erkenntnis, führt häufig zu äußeren Irritationen. Sozusagen, sondern es gibt die Erwartung, und die beschränkt sich nicht allein auf Studierende, sondern häufig auch auf Journalisten, dass Historiker einem jetzt mal sagen sollen, wie es denn wirklich gewesen ist. Also sozusagen den Historismus des alten Rankes in Reinstkultur vorführen. Auf diese Frage lässt sich schwerlich antworten, antworte ich dann immer, weil sozusagen der Vorteil wie der Nachteil des Historikers ist ja, dass er eigentlich nicht dabei gewesen ist, sondern jemand ist, der im Nachhinein versucht, die Dinge, die einen thematisch beschäftigen, im Nachhinein zu erklären. Dabei gibt es sozusagen drei Ebenen. Die eine Frage ist, wieso beschäftigt sich ein bestimmter Historiker mit einem bestimmten Thema? Also was ist sozusagen das vorwissenschaftliche Erkenntnisinteresse, würde ich in der Vorlesung sagen. Die zweite Frage ist, wie ist der Stellenwert von Migrationsgeschichte in der Geschichtswissenschaft insgesamt?
Also wo ist sozusagen das Erkenntnispotenzial von Geschichtswissenschaft? Und die dritte Frage ist dann natürlich, was können wir sozusagen von solchen Erkenntnissen für Auseinandersetzungen um die Gegenwart gewinnen? Es wird sich ziemlich schnell, das alles selbst, sozusagen jede Ebene selbst ist sozusagen Thema genug, um Ringvorlesungen zu organisieren, um Monografien zu schreiben. Ich würde es versuchen, möglichst knapp zu machen. Das Einfachste ist, dass in aller Regel in der Geschichtswissenschaft inzwischen anerkannt ist und ja eigentlich insbesondere durch die Entwicklung der Zeitgeschichte auch bestätigt, dass Innovationen und Veränderungen in der Geschichtswissenschaft immer von Menschen, von Historikerinnen und Historikern angestellt wurden, die auf eine spezifische Art und Weise von bestimmten Entwicklungen selbst betroffen waren. Das augenscheinlichste Beispiel, das immer einläutet und das ich aber nicht wähle wegen seiner Dramatik, sondern weil es für die deutsche Geschichtswissenschaft so von besonderer Bedeutung war, ist: die Geschichte des Holocaust wäre ohne Holocaust-Überlebende. Die Dynamik, die diese historischen Entwicklungen gehabt haben, nicht denkbar gewesen. Diese Historikerinnen und Historiker hatten am Anfang erhebliche Probleme, die mich in vielen, nicht in ihrer sozusagen biografischen Dimension, aber sozusagen in den Vorhaltungen, die ihnen entgegengetreten sind, bis sie sozusagen mit ihren Positionen sich durchsetzen konnten, in vielen daran erinnert haben, was wir auch in der Migrationsgeschichte kennen, nämlich der Vorwurf, dass man, wenn man ein Thema bearbeitet, aus unmittelbarer persönlicher Affinität, um es vorsichtig zu formulieren, dass man nicht den genügenden intellektuellen Abstand besitzt, um dieses Thema tatsächlich auch über das Subjektive hinaus bearbeiten zu können. Es ist also die Herausforderung an einen Migrationshistoriker mit Migrationshintergrund, genau dies zu leisten, Fragestellungen zu entwickeln, die sozusagen nicht nur das Biografische selbst erklären, sondern darüber hinausgehen, Fragen beantworten, die ich speziell, würde mich auch vor allen Dingen eher als Zeithistoriker bezeichnen, also als jemand, der sich mit Fragen beschäftigt, die unmittelbar in der Gesellschaft noch brennen. Nicht nur rauchen, sondern häufig brennen. Und ohne Zweifel ist Migrationsgeschichte so eine Frage. Allerdings ist sozusagen der persönliche Antrieb beim Verstehen sozusagen eines Forschungsweges, was wir über Migrationsgeschichte erfahren können, schon von Bedeutung. Und deswegen will ich auch gar kein Geheimnis draus machen. Für mich war das Jahr 1992 das zentrale Jahr meiner politischen Sozialisation in der Bundesrepublik. Die Auseinandersetzung um den Asylkompromiss, ich war damals schon Geschichtsstudent, ich wollte eigentlich nur über die DDR forschen. Ich bin sozusagen auf eine spezifische Art auch Migrant gewesen, weil plötzlich war das Land weg, in dem ich aufgewachsen bin. Plötzlich bin nicht ich gewandert, sondern die Grenzen sind über mich gewandert und es hat erhebliche Fragen aufgeworfen, was sozusagen eigentlich mit mir ist. Mitten in dieser Zeit, als ich dachte, ich wüsste dazu mehr zu sagen als meine Professoren, kam es zu einer politischen Auseinandersetzung, die mich aufs Äußerste persönlich betroffen hat, in zweierlei Hinsicht. Einerseits, dass ich mir meiner physischen Unversehrtheit nicht mehr sicher war in Deutschland. Und andererseits, weil ein Jahr später mein Vater auf der Flucht aus dem Nordirak an der türkischen Grenze gestorben ist. Ich habe das lange nicht gewusst, dass sozusagen, ich habe lange nicht gewusst, dass das sozusagen die Beweggründe sind, warum ich mich mit der Geschichte des politischen Asyls beschäftige. Als ich es gewusst habe, waren keine Probleme geklärt, sondern alle Probleme fingen an. Die Fragen, wie kann man sozusagen aus so einer Motivation heraus eine Geschichte schreiben, die nicht nur für einen selbst sozusagen einer Form von Bewältigung darstellt, sondern die für Studierende, fürs Publikum, für die Gesellschaft Fragen beantwortet, die andere vorher nicht gestellt haben. Und zu meinem allergrößten Erstaunen ist, obwohl Asyl die zentrale politische Krise am Beginn der Gründung der Berliner Republik war, ist sie in der Geschichtswissenschaft und auch wenn man in Gesamtdarstellungen der Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik oder des geteilten Deutschland und des schließlich vereinten
Deutschlands eher eine Marginalie, wird eher behandelt unter den Prämissen, was sonst noch an Konflikten stattgefunden hat. Wenn man sich aber sozusagen die Geschichte der Geschichtswissenschaft selbst anschaut, ist das eigentlich kein Wunder, weil diese selbst unter einer spezifischen Prämisse, nämlich des Erzählens eines gemeinsam verbindenden nationalen Narrativs entstanden ist, als Disziplin und auch so in vielen Bereichen fortgeführt wurde, bis in die Gegenwart. Also ich habe zum Beispiel bei Heinrich August Winkler studiert und sozusagen, dass sich es hier sozusagen um ein nationales Narrativ, der Weg nach Westen, handelte, in dem Migration eher als ein Störeffekt, als ein erklärender Entwicklung vorkommt, verwundert nicht wirklich. Sodass zu meiner großen Überraschung Asyl und Flucht, und zwar nicht, ich nenne diese beiden Begriffe ebenso, die gehören ebenso zusammen wie mein Kollege und Freund Michael Schwarz später sicherlich erklären wird, warum Flucht und Vertreibung auch gemeinsame Begriffe sind, die darauf verweisen, dass Begriffe in verschiedenen Kontexten wiederkehren, aber durchaus unterschiedliche Bedeutung haben und auch unterschiedliche Dimensionen dessen, was sie erklären können. Ich bin sozusagen auf ein Umfeld gestoßen, dass es tatsächlich so ist, dass der Historiker Hockerts, einer von sozusagen der eher konservativen Denkschule, aber als Sozialhistoriker von einem beeindruckenden Oeuvre, der Historiker Hockerts 2000 schon darauf hingewiesen hat, dass die Migrationsgeschichte zwar im Kanon der Geschichtswissenschaft angekommen wäre, aber das Schicksal der üblichen Geschichte haben, dass es sich eher um sozusagen eine Art von Bindestrichgeschichte handelte, so wie Geschlechtergeschichte oder ja, eine andere Dimension, Alltagsgeschichte. Und in gewisser Weise nach der Nichtbeachtung eher sozusagen ein Moment der Segregation erfahren hat im Fach selbst. Sozusagen, es gibt Spezialisten, die sich damit beschäftigen, die aber selten in Auseinandersetzungen oder im wissenschaftlichen Umfeld, wo es sozusagen um die allgemeine Geschichte geht, hinzugezogen werden. Dabei ist es nicht so, dass wenn man in die internationale Geschichtswissenschaft schaut, dass es sozusagen keine Beispiele dafür geben könnte, dies anders zu behandeln. Ich will nur ein Beispiel nennen, sozusagen auf gewisse Weise auch ein persönlicher Held für mich, das ist Gérard Noyel, der mit seinem Buch Die Tyrannei des Nationalen aufzeigen konnte, wie die Geschichte von Flucht und Asyl in der Französischen Republik dazu beigetragen hat, dass sich die französische Nation selbst nationalisiert hat, indem sie bestimmte Institutionen geschaffen hat, die heute wie selbstverständlich mit dem Nationalstaat verbunden werden, wie Grenzregime, Visa-Regime, Migrationskontrollen, Aufenthaltsregime und ähnliches. Und er konnte zeigen, wie sozusagen die Auseinandersetzung um diese Regime eigentlich eine Auseinandersetzung darum war, wer ist Franzose, was gehört zu Frankreich und wer gehört nicht dazu, unter welchen Bedingungen. Und hier liegt letztendlich, wenn man diesem Gedankengang folgt, das eigentliche Erklärungspotenzial von Migrationsgeschichte. Eben nicht eine Geschichte von Minderheiten zu sein, sondern eine Geschichte von Gesellschaft darzustellen. Also die Frage zu stellen, was machen Migranten eigentlich? Worin besteht die zentrale Herausforderung von europäisch-national strukturierten Gesellschaft, wenn Migranten in eine Gesellschaft einwandern und wenn sie versuchen, sich in diesen Gesellschaften zu behaupten. Die Beschäftigung mit solchen Fragen kann, wie hier zu meiner großen Freude schon einleitend gesagt, kann Hysterie vermeiden. Wenn Hysterie nicht vielleicht doch auch ein politisches Mittel ist, dann sozusagen, sie kann aber sozusagen Panikattacken vermeiden. Wenn man häufig ist das Mittel, das man dabei wählt, dass das
Vergleiches, sowohl des Synchronen als auch des Diachronen Vergleiches, dass man fragt, und Sie werden sich alle an die Auseinandersetzung des letzten Sommers erinnern, dabei haben permanent historische Vergleiche eine Rolle gespielt. Größte humanitäre Krise seit, ich will das sozusagen die Floskeln alle nicht im Detail ausführen. Wenn man sich damit ernsthaft auseinandersetzt und mit der Geschichte, mit der deutschen Migrationsgeschichte auseinandersetzt, einerseits, und wie Sebastian Konrad auch sehr zutreffend in der FAZ darauf hingewiesen hat, sozusagen auch mal globale Vergleiche anstellt, dann stellt man fest, dass es ohne Zweifel eine ernste Situation ist, in der die Bundesrepublik geraten ist. Aber wie ich mit zwei weiteren Kollegen in einer Replik auf Jörg Barbarowski in der FAZ geschrieben haben, dies keine komplett unverschuldete Situation ist, wenn wir sozusagen deutsche Migrationspolitik uns anschauen. Und dies, und darauf kam es für uns vor allen Dingen an, auch keine Situation ist, wo wir aus der Geschichte der Bundesrepublik oder des Vereinten Deutschlands nicht Beispiele finden können, wie man mit diesen Dingen umgehen kann. Allerdings ist dies nicht voraussetzungslos. Die Voraussetzung dafür ist, dass man dies tun kann, ist, dass man nicht zuerst fragt, wer bist du, sondern zuerst fragt, in was für einer Situation befinden sich die Menschen. Dann sind wir in der Lage, sozusagen Vergleiche herzustellen, Analogien aufzubauen und auch Erkenntnisse zu gewinnen. Weil wenn wir sozusagen als erstes die Identitätsfrage stellen, rufen wir Barrieren hervor, die übrigens nicht nur in der Ankunftsgesellschaft eine zentrale Rolle spielen, sondern auch bei den Ankommenden selbst. Wenn wir also fragen, sind in Deutschland, in die deutsche Gesellschaft schon jemals solche großen Gruppen von Menschen eingewandert, dann können wir diese Frage ganz deutlich mit Ja beantworten, im 20. Jahrhundert. Hat es Mittel und Wege gegeben, mit solchen Wanderungsbewegungen umzugehen, können wir diese Fragen auch mit Ja beantworten. Und wenn wir dann aber fragen, was sind sozusagen die Voraussetzungen, die es helfen, solche Situationen zu bewältigen, kommen wir zu vielfältigen Antworten. Alle laufen darauf hinaus, dass und das Wort Integration ist mindestens so problematisch wie Assimilation. Schon deswegen, weil häufig diese beiden Worte synonym verwandt werden. Wenn wir die Frage stellen, was muss sozusagen getan werden, um große Menschengruppen in eine Aufnahmegesellschaft aufzunehmen, dann geht es immer darum, dass es sich um eine nationale Aufgabe für die gesamte Gesellschaft handelt und nicht nur eine Aufgabe für die Gruppen einer Gesellschaft, die betroffen sind, zum Beispiel die Kommunen, in denen Flüchtlingsheime eingerichtet werden, sondern die Frage ja unter anderem ist, was geschieht sozusagen nach der Ankunft der Flüchtlinge? Wie kann man von der Notaufnahme zur gesellschaftlichen Aufnahme kommen? Es gibt Beispiele, die sowohl auf den Vortrag verweisen, den Michael Schwarz dann halten soll, als auch andere, wie es gelungen ist. Es gibt aber sozusagen so drei Elemente, auf die ich abschließend nochmal hinweisen will. Erstens hat es keine Aufnahme von Zuwanderern gegeben, die konfliktfrei abgelaufen ist. Wer sozusagen gelungene Integration unter der Maßgabe der Abwesenheit von Konflikten um diese Integration erwartet, geht sozusagen an der Lebenswirklichkeit vorbei. Zweitens Migrationsentwicklungen, die wir sozusagen als gelungene Ankunft beschreiben, haben viel mit materiellen Investitionen zu tun. Wer glaubt, nicht in die Menschen investieren zu müssen, die in unser Land kommen, wiederholt eben jene Fehler, die bei der Gastarbeitereinwanderung gemacht wurden.
die viel weniger sozusagen von den Gastarbeitern selber gemacht wurden, sondern von der Erwartung, die man an sie gerichtet hat, nämlich, dass sie irgendwann wieder verschwinden werden. Eine Erwartung, das muss man gerechterweise sagen, die hier ankommenden Arbeitsmigranten mit der Ankunftsgesellschaft sehr lange geteilt haben und die dennoch eine Illusion war. Wobei von den vermutlich 13 Millionen Arbeitsmigranten, die nach Deutschland gekommen sind, sind nach Schätzung ca. 11 Millionen wieder zurückgekehrt. Und drittens, und damit bin ich am Schluss, es dauert lange. Wer glaubt, Integration betreiben zu können nach dem Prinzip, Integration ist der Stock, über den der Migrant zu springen hat, und wenn er nicht springt, dann kann man ihn auch noch für was anderes verwenden, der selbst ist dafür verantwortlich, dass Integration scheitert. Integration ist ein Prozess, der über Generationen geht. Alle guten soziologischen Studien reden davon, Entwicklung von erster, zweiter und dritter Generation, von Verhaltensänderungen und alles drei zusammen. Die Anerkennung, dass dies ein konflikthafter Prozess ist, in den investiert werden muss und der lange Zeiträume umfasst. Wenn man alles drei, und dafür gibt es sowohl aus den Sozialwissenschaften, den Kulturwissenschaften als auch aus den Geschichtswissenschaften exzellente Arbeiten dafür, die dies belegen, wenn man alles drei zusammennimmt, dann ist man in der Lage, sozusagen die Panik zu überwinden, die einen befällt, wenn sozusagen Flüchtlinge in sehr großer Zahl zu unserem Land kommen und wir letztendlich vor der Frage stehen, was tun wir jetzt? Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Putrus. Und ich glaube, wir haben einige Hinweise schon, wozu wir heute Abend sicher noch einiges sagen werden. Nämlich gemerkt habe ich mir die ganz klare Sentenz, jemanden zu fragen, in welcher Situation er ist und nicht wer er ist. Ich glaube, da fängt Integrations- und Toleranzpolitik an. Ich bitte jetzt Herrn Professor Schwarz für den zweiten Vortrag. Und er wird auch uns einige PowerPoint-Unterlagen zur Verfügung stellen. Und es geht in der Hauptsache um Ost- und Westdeutschland. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Frau Zepp. Und schön, dass wir hier miteinander sprechen können. Und das ist noch nicht das Richtige, genau. Jetzt haben wir es. Ich werde mich sozusagen nach dieser sehr grundsätzlichen und auch nicht nur geschichtswissenschaftlichen, sondern auch gegenwartsbezogene Fragen mit einbeziehenden Einführung von Kollegen Putrus jetzt quasi mit einem der Beispielthemen, die hier schon angeklungen sind, etwas näher auseinandersetzen mit den deutschen Vertriebenen, die nach 1945 in das damals geteilte und später vereinigte Deutschland hineingekommen sind, und werde Ihnen in aller Kürze versuchen, einige Fragen der gesellschaftlichen Integrationsproblematik näher zu bringen. Und Sie werden sicherlich in dem einen oder anderen Punkt auch einiges von dem wiedererkennen, was Herr Putrus schon in ganz allgemeiner Form angesprochen hat. Zwischen 1944 und 1950 waren zwischen 12 bis 15 Millionen Deutsche von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung, das ist ein dreischrittiger Prozess gewesen, infolge des Zweiten Weltkrieges betroffen. Diese größte einzelne ethnische Säuberung im 20. Jahrhundert, wie man sie jetzt unter Verwendung eines moderneren Deutungsbegriffs der 1990er Jahre nennen muss, diese größte einzelne ethnische Säuberung im 20. Jahrhundert, zumindest in Europa, bedeutete für Millionen nicht nur eine traumatisierende Gewalterfahrung. Die Nichtbetroffene und damit auch die Mehrheit des deutschen Volkes kaum nachvollziehen konnten, sondern der erzwungene Verlust der Heimat bedeutete zugleich einen Verlust an sozialer Sicherheit, an Bindungen und einen tiefen materiellen Absturz,
durch nahezu vollständige Enteignung. Sie sehen dieses Bild, die Hakenkreuze hier verweisen sozusagen auch letzten Endes auf die Vorgeschichte, die man polemisch diesen zu vertreibenden Menschen hier als Kollektivschuldsymbol auf Kleidung und Koffer gezeichnet hat. Und Sie sehen, dass wirklich buchstäblich nur das, was man am Leibe trägt und in einem Koffer tragen kann, gerettet werden konnte an materiellem Besitz. 12 Millionen Menschen hatten, wie die Volkszählungen beider deutscher Nachkriegsstaaten im Jahre 1950 ergaben, diese ethnische Säuberung langfristig überlebt. 8 dieser 12 Millionen, die wir hier registriert haben, befanden sich in der Bundesrepublik, 4 Millionen in der DDR, knapp eine 500.000 in Österreich und etwa 120.000 waren nach Übersee ausgewandert. Also es folgt dann noch eine weitere Migrationsgeschichte, die auch einen Teil dieser Menschen betrifft. Die Aufnahme dieser Masse von Vertriebenen im Nachkriegsdeutschland glich die ungeheuren Kriegsverluste der deutschen Bevölkerung dort mehr als aus. Es gibt ein Plus von über 10 Millionen in diesem verkleinerten Deutschland. In der sowjetischen Zone lag mit 24% der Vertriebenenanteil damals deutlich höher als in Westdeutschland mit knapp 16% zum Zeitpunkt der beiden Staatsgründungen. Überall gab es zudem große regionale Unterschiede. Im Westen waren besonders das britisch besetzte Schleswig-Holstein und Niedersachsen, Schleswig-Holstein hat 31% Vertriebenenanteil, durch hohe Vertriebenenzuzüge geprägt, gefolgt von Bayern und Hessen, während im französisch beherrschten Südwesten zunächst kaum vertriebene Aufnahme gefunden haben. Und in der sowjetischen Zone schwankte der Vertriebenenanteil zwischen 43% in Mecklenburg-Vorpommern, also fast die Hälfte der Nachkriegsbevölkerung, bis zu 17% in Sachsen. Überall wurden diese Zwangszuwanderer zunächst primär in ländlichen Gegenden untergebracht, was angesichts der Abschließungstendenzen damaliger dörflicher Gesellschaften große Hindernisse für ihre Integration erwarten ließ. Auch wenn diese Durchmischung langfristig zur Modernisierung der ländlichen Räume in Deutschland sehr stark beigetragen hat. In den 1950er Jahren erfolgte dann eine Abwanderung vieler Vertriebener in größere Städte und Industriezentren. Neben solcher Binnenwanderung spielte in der DDR in den 50er Jahren bis zum Mauerbau 1961 auch die Abwanderung in die Westzonen von der SED-Diktatur als sogenannte Republikflucht verunglimpft und verfolgt, eine große Rolle. Bis zum Mauerbau verließen 3 Millionen Menschen den SED-Staat, darunter ein überdurchschnittliches Drittel Vertriebene. Obwohl es bei alledem um eine Zwangsmigration in das Gebiet des eigenen Volkes ging, erinnerte Soziologen wie Eugen Lemberg damals vieles, wie er sagte, an eine Einwanderung unter fremde Völker. Das Verhältnis zwischen vertriebenen und nicht vertriebenen Deutschen trug demnach, ich zitiere Lemberg, deutliche Züge eines Nationalitätenkampfes und eines Klassengegensatzes. Es gab Konflikte sowohl wegen kultureller Fremdheitserfahrungen, Konfession, Stadt-Land-Gefälle, damit auch Bildungsgefälle, Dialekte, als auch wegen materieller Kämpfe um damals knappe Ressourcen wie Lebensmittel, Wohnraum, Arbeitsplätze. Dadurch folgte für viele Vertriebene auf den schweren Schock ihrer Vertreibung ein zweiter Schock nach ihrer Ankunft. Die tiefe Enttäuschung nämlich, unter Landsleuten keine erwartete solidarische Aufnahme zu finden, sondern massiv diskriminiert zu werden. Die westdeutsche Vertriebenenforschung stellte erst für die Zeit um 1960 eine sogenannte Auflösung dieser Fronten fest. Ich zitiere jetzt, für die waren wir die ganzen Jahre die Hungerleider. Wie Dreck haben sie uns behandelt. Wir bekamen das Zimmer, in dem vorher die 3 Fremdarbeiter hausen mussten während des Krieges. Und genauso wurden wir behandelt. Zitat Ende. Soweit die vertriebene Hauptfigur im von in der DDR aufgewachsenen Schlesier Christoph Hein 2005 verfassten Roman Landnahme. 4 Jahrzehnte vor diesem Buch erinnerte schon 1965 die Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche
an genau diesen, wie sie sagte, Kern des Vertriebenenproblems in Deutschland, der weniger in mangelnder staatlicher Integrationshilfe als im, ich zitiere, Komplex mangelnder gesellschaftlicher Aufnahme und Anerkennung zu verorten sei. Also in den, Zitat, menschlichen Erniedrigungen, denen die meisten Vertriebenen ausgesetzt gewesen seien und die bei diesen Menschen ein nachhaltiges Trauma erzeugt hätten. Diese negative Ankunftserfahrung, nicht aller, aber sehr vieler Vertriebener, wurde später beschwiegen oder beschönigt. Eine positiv getrimmte Integrationsideologie, wie der Volkskundner Albrecht Lehmann das genannt hat, kennzeichnete nicht nur die individuellen Lebensrückblicke vieler Vertriebener, die sich später lieber an ihren gelungenen Wiederaufstieg als an die Demütigungen von Vertreibung und Ankunft erinnerten. Dieselbe verkürzende Integrationsideologie prägte auch die offizielle Erinnerungspolitik beider deutscher Staaten. Hüben wie drüben wurden solidarische Aufnahme und gemeinsam erarbeiteter Wiederaufstieg betont. Das in der DDR herrschende SED-Regime behauptete schon 1952, eine rundum erfolgreiche Lösung des dort sogenannten Umsiedlerproblems erreicht zu haben und erinnerte vor allem an die Bodenreform von 1945, die Enteignung und Umverteilung des ländlichen Großgrundbesitzes auch an Vertriebene. In der Bundesrepublik überlagerten Erfolgsgeschichten vom gemeinsamen Wiederaufbau im sogenannten Wirtschaftswunder und von gelungener nationaler Solidarität im Lastenausgleich die ungute Erinnerung an die viel konfliktreichere Nachkriegszeit. Erst seit den 80er Jahren wuchs die Erkenntnis, dass die Integration mit Problemen und Ungleichheiten einhergegangen war. Namentlich in der älteren Generation und unter älteren Frauen gab es viele dauerhaft Randständige, die nie den Weg in diese neue Gesellschaft fanden. Der Integrationserfolg war nicht allgemein und er war auch nicht besonders schnell. Im Schnitt erreichte auch bei den Vertriebenen erst die dritte Generation, also ganz klassisch, soziale Parität mit den Einheimischen. Auf dem Weg dorthin kann insbesondere der zweiten Generation der Vertriebenen, der eigentlichen Aufbaugeneration, eine Tendenz zur Überanpassung, zur selbstgewählten Assimilation und auch zur Verdrängung ihrer eigenen Identität attestiert werden. Erscheint die Vertriebenenintegration mit sonstigen Einwanderungsprozessen gerade wegen solcher Konflikte und Sperrigkeiten in vielem vergleichbar, gab es doch einen entscheidenden Unterschied. Obschon die Mehrheitsgesellschaft tendenziell fremdenfeindlich auch auf die eigenen Vertriebenen reagierte, die eben nicht als eigene akzeptiert wurden, wurde bei den politisch Verantwortlichen, Alliierten und deutschen Regierungen, von Anfang an die nationale Zugehörigkeit der Vertriebenen und damit ihr Rechtsanspruch auf politische Mitwirkung und Gleichbehandlung betont. Dies mündete in beiden Staaten nicht nur in frühe sozialpolitische Hilfsprogramme für Vertriebene, sondern auch in politische Mitgestaltung durch Vertriebene. In allen Besatzungszonen war die Bildung eigenständiger Organisationen dieser Gruppe zunächst verboten. Doch wurden Vertriebene ziemlich schnell in den genehmigten Parteien aktiv. Manche knüpften an Engagements vor 1933 an, namentlich in der SPD, doch primär gab es Neugründungen wie CDU oder SED, die Mitglieder mit ganz unterschiedlichen Vergangenheiten integrierten. In der DDR blieb diese Partizipation auf das diktatorische Herrschaftssystem der SED und ihrer rasch gleichgeschalteten sogenannten Blockparteien begrenzt, doch auch darin wirkten viele Vertriebene mit. An der Spitze der damalige SED-Vorsitzende und erste DDR-Präsident Wilhelm Pieck, den wir hier auf dieser Briefmarke sehen, der selbst aus den Vertreibungsgebieten stammte. In Westdeutschland mündete diese Partizipation ab 1950 auch in echte parteipolitische Konkurrenz. In Niedersachsen etwa standen der Sozialdemokrat Heinrich Alberts und der hier abgebildete rechtskonservative BHE-Politiker Erich Schellhorst für zwei ganz gegensätzliche Konzepte von Vertriebenenpolitik.
und lösten dort einander als demokratisch gewählte Vertriebenenminister ab. 1949 hofften die meisten Vertriebenen noch auf Rückkehr in die alte Heimat. Doch diese Rückkehr war ihnen dauerhaft versperrt. Infolgedessen vollzog die Regierung der DDR schon 1950 die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, wie auf dieser Propagandabriefmarke gezeigt. Es dauerte freilich viel länger, bis sich die Mehrheit der Betroffenen mit dem Heimatverlust abfinden konnte, wie selbst die DDR-Geschichtswissenschaft 1988 offen zugab. In der Bundesrepublik hielt der sogenannte Bund der Vertriebenen, BDV, dieses Recht auf die Heimat hartnäckig hoch. Erst die triumphale Wiederwahl des SPD-Kanzlers Willy Brandt 1972, der mit seiner neuen Ostpolitik diese Gebietsansprüche faktisch schon aufgab, markierte den Wendepunkt. Auch die Mehrheit der Vertriebenen hatte im Zuge ihrer Integration und eines Generationswechsels den Verlust der alten Heimat offenbar akzeptiert. Jene, die dies nicht taten, wurden fortan als ewig Gestrige ausgegrenzt. Bis heute spielt der BDV manchmal diese Außenseiterrolle und gefällt sich auch manchmal darin. Zugleich ist heute die vom BDV kontrollierte Stiftung Fluchtvertreibung Versöhnung ein strategischer Versuch, in den Mainstream deutscher Diskussionen, deutscher Erinnerungspolitik zurückzufinden. Voraussetzung für den Wandel um 1970 war die gelungene wirtschaftliche Integration der meisten, nicht aller, der meisten Vertriebenen. Davon war man in Deutschland zwei Jahrzehnte zuvor, um 1950, noch weit entfernt. Die Wirtschaft lag am Boden, staatliche Hilfen blieben zunächst rudimentär. Viele Vertriebene hofften auf Entschädigung für ihr verlorenes Eigentum durch einen sogenannten Lastenausgleich. Und das heißt durch die staatliche Umverteilung eines nicht unerheblichen Teils des Vermögens der nicht geschädigten Einheimischen. Sowjets und SED verweigerten strikt einen solchen umfassenden Lastenausgleich, um die unterdessen verstaatlichte Industrie nicht zu schwächen und auch um durch die Vertreibung pauperisierte ehemalige Oberschichten nicht wieder zu stärken. Zugleich aber betonte die SED-Propaganda in 40 DDR-Jahren immer wieder, die unter dem verharmlosenden Titel Bodenreform 1945 erfolgte Enteignung des Großgrundbesitzes und dessen weitgehende Umverteilung an 210.000 sogenannte Neubauern sei als der eigentliche Lastenausgleich in der DDR von größter Bedeutung für die Behebung der Not der Umsiedler. Tatsächlich waren 1950 43%, fast die Hälfte, dieser Neubauern Vertriebene. Da es in der Bundesrepublik damals kein Äquivalent für diese Politik gab, fiel solche Propaganda zeitweilig auf fruchtbaren Boden. Doch dieser DDR-Integrationserfolg blieb nicht nur brüchig, weil viele Neubauernhöfe nicht überlebensfähig waren und die Kollektivierung der Landwirtschaft bis 1960 den vertriebenen Neubauern eigentlich eine zweite Enteignungserfahrung bescherte. Zudem hatte diese Bodenreform mit 91.000 Vertriebenen nur eine winzige Minderheit, 2% etwa, der damals 4 Millionen Vertriebenen in der DDR begünstigen können. Von entscheidender Bedeutung für die Integration war in beiden Staaten nicht die Landwirtschaft, sondern der industrielle Wiederaufstieg und der massenhafte Einstieg der Vertriebenen in Arbeiter- und Angestelltenberufe. Doch bevor dieser wirtschaftliche Wachstumsschub integrativ griff, erfolgten in der schwierigen Gründungsphase von Bundesrepublik und DDR die wichtigsten sozialpolitischen Schritte hin zur Integration. Hier gab es zeitweilig einen deutsch-deutschen Wettlauf. Das westdeutsche Soforthilfegesetz von 1949 stellte mit seiner fortlaufend gezahlten sogenannten Unterhaltshilfe, die eben beendete einmalige Umsiedlerunterstützung der Sowjetzone in den Schatten. Das 1950 verabschiedete DDR-Umsiedlergesetz versuchte gar nicht erst, auf dem Gebiet solcher Fürsorgeleistungen mit dem Westen zu konkurrieren. Es konzentrierte sich auf Hilfe zur Selbsthilfe, auf wirtschaftsfördernde Subventionen, Versorgungsanrechte wie Wohnungszuweisungen und Kreditangebote für ausgewählte Vertriebene in besonders gewünschten Berufsgruppen.
Einzig der sogenannte Wohnbedarfkredit bezog Rentner oder Nichterwerbstätige, Arbeitslose, alleinerziehende Mütter überhaupt ein. Bis 1953 erhielten immerhin 700.000 vertriebene DDR-Bürger solche Hausratkredite. Anders als das westdeutsche Soforthilfegesetz verzichtete aber das DDR-Umsiedlergesetz ganz bewusst auf Entschädigungsleistungen. Damit trennten sich die Wege beider Nachkriegsgesellschaften. Denn just als das Umsiedlergesetz ersatzlos auslief, wurde im Westen nach heftigen politischen Debatten 1952 das sogenannte Lastenausgleichsgesetz in Kraft gesetzt, das bis 1990 gültig blieb. Dieser Lastenausgleich verfügte verglichen mit dem Umsiedlergesetz nicht nur über ein viel größeres Finanzvolumen, er enthielt neben partiellen Entschädigungen für Eigentumsverluste auch Sonderrenten für die alte vertriebenen Generation, die dadurch aus der Sozialhilfe, aus einer sehr demütigend empfundenen Sozialhilfe geholt wurde. Gerade diese beiden sehr teuren Maßnahmen wurden vom SED-Staat niemals gewährt. Trotz seines Leistungsvolumens, das bis 1985 135 Milliarden D-Mark erreichte, das war die größte Umverteilungssumme vor der Wiedervereinigung und zeigt eben, man muss Geld in die Hand nehmen, war der Lastenausgleich doch nur von einer relativ geringen Bedeutung für die materielle Lage der einzelnen Geschädigten. Viel wichtiger war seine symbolpolitische Ausstrahlung als politischer Kompromiss, an dem auch vertriebenen Politiker aktiv beteiligt gewesen waren. Es wurde nicht nur von oben geschenkt, sondern es wurde mit erstritten. Als politischer Kompromiss, aber ebenso als Geste der Anerkennung für ein besonderes Kriegsfolgenschicksal, von dem eben nicht alle Deutschen betroffen waren. Die Verweigerung einer symbolischen Entschädigung solcher Art durch den SED-Staat blieb ein Ärgernis für viele dort lebende Vertriebene und trug auch zu deren überdurchschnittlicher Flucht nach Westen bei. Die DDR kannte keine Vertriebenenpolitik, sondern in Frontstellung dazu nur assimilatorische Umsiedlerpolitik. Das bedeutete für dort lebende Vertriebene nur vorübergehend sozialpolitische Unterstützung. Dauerhaft hingegen blieben die politisch-ideologische Entmündigung und erzwungene kulturelle Anpassung durch das SED-Regime, das die Sonderidentität von Vertriebenen, von Landsmannschaften und jeden Ansatz von Selbstorganisation konsequent zu bekämpfen versuchte. Zwar gab es viele aus Vertreibungsgebieten stammende Politiker, auch in der DDR, von Wilhelm Pieck, der schon erwähnt wurde, bis zum letzten SED-Generalsekretär Egon Krenz und zum letzten SED-Ministerpräsidenten Hans Modrow, die wir hier sehen. Aber diese Aufsteiger mussten ihre Herkunftsidentität konformistisch entpolitisieren. Wer sich dem SED-Deutungszwang nicht anpassen wollte, sah sich in Nischen, wie etwa die Kirchen, abgedrängt, darum dieses Bild hier, und wurde zum Überwachungsobjekt der Staatssicherheit. Dennoch gab es auch in der SED-Diktatur jahrzehntelang informelle Vertriebenentreffen mit stillem Demonstrationscharakter. Durch die Auseinandersetzung in Literatur und Film wurde zudem vor allem in den 70er und 80er Jahren deutlich, dass sich auch in der DDR Vertreibungserfahrungen, aber auch Gruppenidentitäten der Vertriebenen nicht einfach wegdrücken ließen. In der Bundesrepublik wurden Kommunisten ausgegrenzt, doch für die große Masse der Vertriebenen bot das Parteiensystem politischen Pluralismus. Die Vertriebenenpartei BHE brachte in den 50er Jahren Vertriebene, leider auch viele ehemalige Nationalsozialisten, wieder in Regierungsämter und verschmolz später mit der CDU. Ähnlich erfolgreich wurde seit den 1960er Jahren der BDV, der Vertriebenenbund, in den staatlich geförderten, bis heute geförderten Verbandslobbyismus eingetaktet. Neben dem wirtschaftlichen Aufstieg war diese politische Integration der entscheidende Grund dafür, dass Bonn niemals Weimar wurde. Nur wenige gossen Wasser in den Wein und erblickten in diesem Integrationserfolg zugleich eine Entmündigung. So Linus Kather, einer der wenigen nicht belasteten Spitzenleute des frühen BDV, der schon bevor er 1968 zur NPD abdriftete, ausgerechnet ein Nicht-Alt-Nazi, von der gezielten politischen Entmachtung der Vertriebenen in der Bundesrepublik sprach.
Zur selben Zeit lobten westdeutsche Soziologen die vermeintlich leichtere Vertriebenenintegration in der DDR und führten diese auf die gezielte Unterdrückung politischer Selbstorganisation zurück. Doch auch die gewaltsame soziale Nivellierung der DDR-Gesellschaft, die das Lebensniveau vieler Einheimischer an das der Vertriebenen quasi andersherum anglich, wäre hier zu bedenken. Welche Bedeutung, und damit komme ich zum Schluss, hat diese Geschichte der schwierigen, aber letztlich gelungenen Integration der deutschen Vertriebenen in West und Ost für uns heute? Zunächst, seit etwa 15 Jahren hat sich der wissenschaftliche Trend durchgesetzt, die Vertreibung der Deutschen nicht nur isoliert oder lediglich auf den Zweiten Weltkrieg bezogen zu diskutieren, sondern einzuordnen in einen umfassenden Zusammenhang von ethnischen Säuberungen in Europa oder weltweit. Das ermöglicht nicht nur einen Blick in eine Tiefendimension bis weit zurück ins 19. Jahrhundert, der viele Zusammenhänge zwischen Einzelereignissen erhält, es ermöglicht auch ein tieferes Verständnis aktueller Geschehnisse, von den kürzlich erst sistierten Bürgerkriegen in Postjugoslawien über den heute gerade wieder aufflammenden kaukasischen Konflikt um Bergkarabach bis hin zu Flucht und Vertreibung in Syrien. Zweitens, lange wurden die anfänglichen Integrationskonflikte zwischen Vertriebenen und Einheimischen bagatellisiert. Erst in letzter Zeit wird uns diese äußerst kalte Heimat, wie Andreas Kossert das genannt hat, in die deutsche Vertriebene nach 1945 gelangten, wirklich bewusst. Diese anfängliche Diskriminierungserfahrung war von der kurzfristigen Willkommenskultur des Herbstes 2015 denkbar weit entfernt. Umso eher bildet sie vielleicht eine Brücke zu anderen, ihrerseits nicht unproblematischen Einwanderungserfahrungen in Deutschland. Doch darf man wesentliche Unterschiede dabei nicht harmonisieren. Der gemeinsame ethnokulturelle Hintergrund und die sofortige staatsbürgerliche Inklusion boten gute Voraussetzungen, die Konflikte zwischen Deutschen rasch abzubauen. Der verbreitete Leistungs- und Aufstiegswille vieler Vertriebener wurde zudem nicht durch einen voll ausgebauten Sozialstaat von der Konzentration auf die Arbeitsgesellschaft abgelenkt, obschon auch damals Soziologen wie Ralf Dahrendorf solche Kritik äußerten. Zugleich dürfte die Unterschichtung durch nichtdeutsche Neuzuwanderer, eben die sogenannten Gastarbeiter, die subjektive Integration etlicher Vertriebener in der Bundesrepublik ebenfalls befördert haben. Nun konnte man nämlich gegen neue Fremde das eigene Deutschtum betonen. Eine Erfahrung, die der DDR-Gesellschaft weitgehend fehlte, wo ja solche Zuwanderung deutlich geringer war als im Westen, die aber im Falle der russlanddeutschen Spätaussiedler nach 1990 bis heute gesamtdeutsch wiederkehren sollte. Drittens, eine unvergleichbare Voraussetzung für Integration bot auch die gemeinsame NS-Erfahrung. Anfangs machten Einheimische und Vertriebene oft einander den Vorwurf, die eigentlichen Nazis zu sein, das heißt die Nazi-Vergangenheit spaltete. Doch klangen solche Konfliktdiskurse rasch wieder ab, vielleicht infolge der massenhaften Heimkehr der kriegsgefangenen Männer, die als Einheimische oder Vertriebene die Wehrmachtserfahrung teilten. Auch mit Blick auf die NS-Belastung etlicher vertriebenen Politiker der frühen Bundesrepublik ist dieser genuine Zusammenhang zwischen miteinander verflochtenen deutschen Täter- und Opfererfahrungen in unsere Erinnerungspolitik zu integrieren. Und damit bin ich wirklich beim Schluss, indem ich noch einmal darauf hinweise, diese unsere kollektive Erinnerung bedarf immer noch mancher Ergänzungen. Noch immer redet man in Deutschland lieber über den Erfolg der Integration als über deren Probleme. Noch immer redet man lieber über Integration der Vertriebenen als über deren Gewalterfahrungen und Traumatisierungen während der ethnischen Säuberung selbst. Noch immer redet man lieber über die Flucht vor Kriegsende, man denke an die Ikone des Drecks im Film und in Fotografie, als über die Vertreibung nach Kriegsende, ganz zu schweigen von der jahrelang andauernden Zwangsumsiedlung von Menschen in geschlossenen Transporten. Bilder der dabei benutzten Viehwaggons sind in unserem deutschen Gedächtnis schon anders besetzt und nicht zu Unrecht.
Doch wir müssen behutsam ergänzen, was nicht fehlen darf. Nicht zuletzt, um Wissen und Kraft zu schöpfen für jene gewaltige politische Gegenwartsaufgabe, die 2008 im Bundesgesetz über die SFVV einmal festgeschrieben wurde, die aber im Grunde uns alle angeht. Ich zitiere hier, an das Unrecht von Vertreibungen zu erinnern und Vertreibung für immer zu ächten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Schwarz. Wir kommen jetzt zum letzten Teil hier unserer Veranstaltung und ich würde die Zeitzeugin nach vorne bitten und ich übergebe jetzt an Professor Wirling, die es übernommen hat, dieses Podium nicht nur jetzt zu moderieren, sondern auch intensiv vorzubereiten. Es kann losgehen. Guten Abend, mein Name ist Dorothee Wirling. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Habe ein bisschen auf heißen Kohlen gesessen, obwohl die beiden Referenten haben wirklich nicht überzogen. Aber mir kam es, sozusagen, weil wir ja nun 5 Leute sind, die auch Zeit brauchen. Und ich hoffe, dass wir auch genug Zeit haben. Ich bin Historikerin, lebe in Berlin und ich freue mich sehr, dieses Gespräch moderieren zu dürfen. Ich habe 4 Gesprächspartner, die ich Ihnen zunächst ganz kurz vorstellen möchte. Das ist einmal Frau Christel Scherwinski. Sie lebt in Wolgast und ist verrentete Lehrerin. Und sie ist 1933 geboren und zwar in eine Landarbeiterfamilie in Hinterpommern, wo sie auch aufgewachsen ist, bis sie im April 1945 mit ihrer Familie in einem Treck vor der näher rückenden Roten Armee fliehen musste. Sie ist also eine der geschätzten 12 Millionen deutschen Flüchtlinge oder Vertriebenen oder Zwangsumgesiedelten, über die Michael Schwarz gerade gesprochen hat. Ibrahim Ceylan, der neben mir sitzt, ist Inhaber einer Feinkostproduktion und eines Großhandels hier in Berlin. Er ist 1954 in einem anatolischen Dorf geboren und 1970 ist die Familie dem Vater nach Deutschland nachgereist. Der war seit 1963 Gastarbeiter in Deutschland und die Familie ist dann gefolgt. Damit gehört Herr Ceylan zu der Gruppe von ca. 1,6 Millionen türkischstämmigen Menschen, die zwischen 1961, also dem Beginn der Anwerbung, und 1973 als sogenannte Gastarbeiter, also als türkische Gastarbeiter und später als Familienangehörige in die Bundesrepublik migrierten. Sergei Lagodinsky ist Referent für Nordamerika, die EU und die Türkei an der Heinrich-Böll-Stiftung. Herzlich willkommen in Ihrem eigenen Haus. Er ist im sowjetischen Astrachan, richtig ausgesprochen, Astrachan, in eine jüdische Familie mit einem relativ guten Bildungsstatus und sozialen Status geboren. 1993 übersiedelte die Familie in das inzwischen wiedervereinigte Deutschland. Er gehört also zu der Gruppe der knapp 215.000 sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlinge, die zwischen 1990 und 2012 in die Bundesrepublik migrierten. Neben mir, leider ohne Schild, aber vielleicht können wir das sogar noch irgendwie mit Filzstift nachholen, sitzt Lilas Alulu und ich werde jetzt kurz ins Englische übergehen, damit sie weiß, wie ich sie vorstelle.
She's currently preparing to begin a training as a social consultant for refugee work. She was born in 1989 in Damascus and lived there until she left the country, which was in 2013. She was forced, she will talk about the reasons, to leave Syria and reached Germany after a real odyssey in 2014. She's part of the altogether 4.8 million Syrians who have left their country or were forced to leave their country since 2011, and part of the estimated 240,000 of those Syrians who lived in Germany. Ich hatte zum Glück Gelegenheit, vor unserem Panel mit allen vier Gesprächspartnern ausführlich und privat zu sprechen. Schon meine kurze Vorstellung hat sicher eine Ahnung davon vermittelt, wie unterschiedlich die Geschichten sind, die wir heute Abend hören werden. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und eine solche Gemeinsamkeit zwischen diesen Geschichten ist, dass Flucht- und Migrationserzählungen von Betroffenen eine ähnliche Struktur haben, nämlich eine Art Dreierschritt, bei dem es zuerst um die Gründe oder das sozusagen Verhandeln für das Verlassen der Heimat geht und den Weg an den Zielort. Und einen zweiten Schritt, bei dem es um das Ankommen geht und darum, wie man in der Fremde, wie Patrice Poutrous vorhin sagte, lernt, sich zu behaupten. Und schließlich eine dritte Phase, die auch scheitern kann, aber im Fall derjenigen, die hier sitzen, nicht gescheitert ist, sage ich jetzt einfach mal so, Sie können dem aber auch widersprechen, nämlich, dass dann auch eine Phase entsteht, in der man sich da, wo man angekommen ist, heimisch fühlt. Das ist vielleicht, also ich habe, als ich das sah, dass es hier um Einheimischwerden ging, auch ein bisschen gezuckt. Das ist vielleicht sehr viel verlangt, aber Sie wissen, was ich meine. Diesem Dreierschritt einer solchen Erzählung sollen drei Fragerunden auf dem Panel entsprechen. Und ich habe, Sie haben das schon gemerkt, ich werde mit Lilas Lululus Englisch sprechen, aber sie macht ja schon seit einiger Zeit einen Deutschkurs. Das heißt, ihr passives Deutsch ist eigentlich schon ganz gut, hat sie mir jedenfalls gesagt. Und man merkt auch, dass sie auf mich reagiert. Okay, aber ich glaube, es ist für Sie dann doch sehr viel einfacher, wenn wir miteinander Englisch sprechen, weil Sie sich in der Sprache noch wohler fühlt. Also, aber dafür können Sie dann, wenn Sie das brauchen, dann werden Sie die Gelegenheit haben, das übersetzt zu bekommen. Gut, ich beginne dann also mit unserer ersten Fragerunde und beginne mit Ihnen, Frau Schawinski. Sie waren ja 12 Jahre alt, als Sie mit Ihrer Familie das Gutsdorf, in dem Sie aufgewachsen sind, verließen. Können Sie uns ein bisschen erzählen, was der Anlass war und was Sie auf der Flucht selbst bis zu Ihrem Ankunftsort in Greifswald erlebt haben? Ich glaube, es ist also gut, wenn Sie das Mikro möglichst nah an Ihren Mund halten. Also es ist nicht ganz richtig. Ich muss das mal etwas korrigieren. Mhm. Und zwar, ich wurde im Mai 13 Jahre alt, also ich war fast 13. Und wir wohnten in einer kleinen Stadt. Mein Vater hat als Landarbeiter auf einem Gut etwa 10 Kilometer von der Stadt entfernt gearbeitet. Und mein Großvater ebenfalls. Mein Vater fiel 1943 und meine Mutter zog uns vier Kinder alleine weiter groß. Wir wollten eigentlich nicht fliehen. Ich muss mal so sagen, es war nicht so wie heute. Sie müssen denken, es sind 70 Jahre vergangen. Die Zeit war anders. Wir wohnten in einer kleinen Stadt. Und die Propaganda des Deutschen Reiches war sehr intensiv. Also wir gewannen immer und wir brauchten nicht fliehen. Das ändert sich wieder. Und so haben auch die Menschen, die politisch nicht gebildet waren, haben das geglaubt. Ich weiß,
dass eines Tages Großmutter und Mutter sich unterhielten, wenn wir doch weggehen müssen, dann kommen wir ja in spätestens einer Woche wieder nach Hause. Aber damit uns nichts genommen wird, wurde, was so im Haus war, eingeweckt und so, das wurde eben vergraben, damit das nicht wegkommt. So, dann kam eines Tages mein Großvater und sagte, wir müssen uns fertig machen. Auf dem Gut ist beschlossen worden, da mein Vater dort arbeitet, wir dürfen mit ihnen mitfahren und meine Mutter möchte alles vorbereiten. Dass sie wirklich glaubte, wir kommen zurück. Ich packte einen Rucksack. In dem Rucksack war einmal Unterwäsche, einmal Hose und Pullover, zwei Paar Socken und ein paar Schuhe. So. Und sie sammelte dann alles in einem großen Tasche für die drei anderen zusammen. Und so zogen wir dann auf dem Pferdewagen los. Zuerst Straße bis nach Arnswalde und dann später ging es dann auf die Autobahn nach Stettin. Ich muss sagen, die ersten Tage waren für mich ganz angenehm. Ich fand das ganz schön. Die Kinder gingen spazieren zwischendurch immer. Es war ein sehr kalter Winter, das muss ich dazu sagen. Wir froren und dann mussten wir uns bewegen und es passierte nicht viel. Die Erwachsenen waren auch recht gelöst. Aber je länger wir unterwegs waren, desto gespannter wurde auch das Verhältnis untereinander. Es wurde langsam klar, wir kommen nicht in einer Woche zurück. Wir kommen vielleicht gar nicht zurück. Und für mich als Jugendlicher oder als Kind war eigentlich das Schlimme, je länger wir unterwegs waren, desto häufiger lagen an den Rändern der Autobahn die Gestorbenen, die umgekommen waren bei den Trecks. Es lagen die Kinder, es lagen alte Leute und ich konnte es nicht verstehen, dass man sie nicht begrub. Und mein Großvater sagte, wo willst du dann aufsteigen? Denn es ging ja immer weiter. Niemand hielt, sondern gehalten wurde erst abends an einer Stelle, die höchstwahrscheinlich, das kann ich heute nicht sagen, bestimmt war. Denn wir kamen immer in einen Ort, der einen größeren Saal hatte. Der Saal war vorbereitet, es lagen dort Strohbetten und was ich heute Vormittag nicht erzählt habe, wir bekamen auch einen Teller warme Suppe und dann legte man sich auf seinen Strohsack, deckte sich zu und das war der Tag. Am nächsten Morgen ging es weiter. So, als wir über die Brücke in Stettin waren, da war klar, wir kommen also irgendwo anders hin, wir kommen nicht nach Hause. Und wir wurden von Stettin aus in den Norden geleitet. Der Treck fuhr also jetzt nördlich zur Ostsee und wir kamen bis Greifswald. Dort dachte ich, jetzt ist zu Ende, wir sind in der großen Stadt, fand ich ja auch sehr schön. Die Stadt war ich gewöhnt, aufs Land wollte ich gar nicht. Aber wir fuhren weiter und kamen in das Dorf Dersiko, das liegt 7 Kilometer entfernt von Greifswald. Dort kamen wir wieder in einen großen Saal. Es lagen schon die Betten dort und wir wurden dort also eingewiesen und es wurde uns erklärt, das ist jetzt unser Zuhause. Es war nicht einfach. Aber, naja, ich muss mal so sagen, die Menschen wussten, wo sollten sie anders hin? Wir waren also in einem Ort und mussten jetzt sehen, wie wird es weitergehen? Es wusste niemand,
Es wussten die Erwachsenen nicht und es wussten die Kinder nicht. Frau Czerwinski, darf ich Sie ganz kurz sozusagen nur ganz kurz unterbrechen, weil das ist dann ja eigentlich Ihr Ankunftsort gewesen. Ja, das ist der Ankunftsort. Und gleichzeitig ist das ja auch der Ort gewesen, wo Sie das Kriegsende erlebt haben. Sie haben mir ja heute auch erzählt, also in unserem Vorgespräch, dass Sie dort auch die erste Begegnung dann mit der Besatzungsmacht hatten. Ja. Wenn Sie das vielleicht noch ganz kurz sagen können, die Szene. Ja, gut. Also natürlich, es gab große Angst vor den Russen. Also die waren so schlimm gemacht worden, die russischen Soldaten, dass also jeder hatte Angst. Aber eines Tages erschien auf einmal auf der Treppe hinter dem, neben der Bühne ein russischer Soldat. Der guckte sich im Saal um, wo wir alle lagen oder saßen oder standen, sagte ein paar russische Worte und verschwand dann. So. Das war unser. Wir hatten aber hier in dem Dorf, das muss ich mal so sagen, es war auch ein Gutsdorf. Höchstwahrscheinlich sind wir auch deswegen dorthin gekommen, weil wir ja auch von einem Gutsdorf kamen und die Arbeit also dort verstanden. Die Männer und Frauen wussten also dort. Konnten dort arbeiten. Ich würde Sie jetzt eigentlich ganz gerne unterbrechen, weil das, was Sie dann danach gemacht haben, das kommt dann in der zweiten Fragerunde. Also Sie sind jetzt sozusagen in der Erzählung erstmal angekommen. Ja, wir sind angekommen. Gut, Dankeschön. Herr Zeilan, Ihr Vater war ja schon nach Deutschland gegangen, als Sie 9 Jahre alt waren. Und 7 Jahre später hat sich dann Ihre Familie entschlossen, ihm nachzureisen. Können Sie etwas von dieser Reise erzählen, bis zu Ihrer Ankunft? Von der Zeit an? Von Ihrer Abreise bis zu Ihrer Ankunft? Mhm. Ja, ich glaube, das dauert nicht lange. In ein paar Stunden bin ich fertig. Aber ich unterbreche Sie dann. Ich mache sehr, sehr kurz. Damals brauchten wir kein Visum, nach Deutschland zu kommen. Brauchte man nur einen Pass und dann konnte man schon nach Deutschland kommen. Mein Vater hat uns aber keine Reiseticket geschickt, dass wir ein Jahr gewartet haben, bis er uns was schickt. Und eines Tages im Sommer kam Arbeitskollege von meinem Vater und die waren mit 2 Autos da und haben erzählt, dass wir auf dem Ticket warten. Und die meinten, die sind mit 2 Autos da, die könnten uns mitnehmen. Also wir waren ja 4 Brüder und meine Mutti. Auf jeden Fall innerhalb von 14 Tagen haben meine Mama alles verkauft, was zu Hause, was wir besaßen. Es waren nicht viel. Und sind wir nach 14 Tagen auf jeden Fall losgefahren mit Auto. Und wir brauchten 5 Tage und 5 Nächte, bis wir in Deutschland angekommen sind. Ja, und zwar aus folgendem Grund: unterwegs wurden 2 Unfälle gemacht. Einmal in Jugoslawien und zweite Mal in Österreich. Danach war 1 Auto Schrott und wir mussten per Zug nach Deutschland und 5-mal sind wir umgestiegen, bis wir in Düsseldorf ankamen. Ich will nicht die Einzelheiten erzählen, es dauert wirklich sehr lange. Ja, das war mehr oder wenig nicht ganz einfach anzukommen. Ja, wir kommen gleich nochmal sozusagen auf eine schöne Ankunftsszene zurück, aber das ist dann schon der Teil der zweiten Runde. Aber ich kann nur sagen, dass ich damals, als Sie mir das erzählten, vor einigen Tagen total erstaunt war, dass das so schwierig und so lange war. Ich würde jetzt gerne aber schon mal übergehen zu Sergej Lagodinsky. Wie kam es eigentlich zur Ausreise Ihrer Familie und dazu nach Deutschland zu gehen? Wie groß war der Druck und welche Optionen hätten Sie sonst gehabt?
Ja, die Zeiten waren andere als 1970. Da reichte es nicht, dass man ein Ticket hat. Man musste schon ein Visum haben, um irgendwohin reinzukommen. Gerade aus der Sowjetunion, das war 1993 bei uns, aber die Vorbereitung, die eigentliche, sagen auch die moralische Vorbereitung auf die Ausreise fing schon lange davor, nämlich zu dem Zeitpunkt, als in unserer Stadt, also eine Provinz im Süden Russlands, 600.000 Bewohner, irgendwann Emissäre von Sachnut, also von Jewish Agency aus Israel kamen, und das waren die ersten Israelis, die wir in unserem Leben gesehen haben. Sie haben uns eingeladen in die kleine Synagoge, das war das erste Mal, dass wir in einer Synagoge waren. Und dann haben sie uns erzählt, dass es Israel gibt und schöne, bunte Broschüren gegeben und Bar Mitzwa, verspätete Bar Mitzwa gemacht für erwachsene Männer, die nicht wussten, was da überhaupt passiert. Und nachdem sie, sie hießen Ada und Menachem, das erinnere ich mich immer noch, sehr nette zwei Leute, und nachdem sie abgereist sind, ging es dann los. Also wir waren dann praktisch jeden Monat bei Abschiedspartys oder Abschiedsfeier oder Feste von Verwandten oder Bekannten. Die jüdische Bevölkerung dieser Stadt hat beschlossen, dass es sicherer ist, woanders zu leben. Und die zwei Möglichkeiten, die es damals gab, beziehungsweise die eine, die ohne Probleme ging, war Israel. USA, die ja sich sehr aktiv eingesetzt haben für das Recht der Juden, aus der Sowjetunion auszuwandern in den 70ern, 80ern, die haben dann, als Juden auswandern durften, die Zuwanderung geschlossen. Man musste dann nachweisen, dass man Verwandte hat und so weiter. Jedenfalls, zu dem Zeitpunkt gab es einfach einerseits die Sorge um die Zukunft, es gab sehr viel Antisemitismus, der staatliche Antisemitismus, der immer schon da war, war immer noch da, aber der Staat kontrollierte nicht mehr den populären Antisemitismus, also den unter der Bevölkerung. Es entstanden antisemitische Parteien, antisemitische Zeitungen, und langsam wurde es ungemütlich für jüdische Menschen. Und das war eigentlich der Beweggrund für viele zu sagen, wir müssen hier weg, der Staat zerfällt, die Gesellschaft zerfällt und es wird nach Schuldigen gesucht. Und dann haben wir gehört, dass es irgendwie auf irgendwelchen Wegen Menschen gibt, die in Berlin landen. Und dann ein Verwandter von unseren Eltern meinte, es gibt hier wohl eine Möglichkeit, irgendwelche Antragspapiere bei der Botschaft, deutschen Botschaft abzugeben. Und wir haben gesagt, na gut, versuch mal. Wir haben auch Neuseeland versucht oder Australien, haben da nie was gehört. Aber aus Deutschland, aus der deutschen Botschaft, haben wir dann plötzlich ein Jahr danach eine Nachricht auf Umwege bekommen. Der Briefumschlag war geöffnet, also da haben die Behörden sicherlich schon reingeschaut, mit der Einladung, dass wir in die Botschaft nach Moskau kommen sollen und beweisen sollen, dass wir tatsächlich jüdisch sind. Und das war natürlich sozusagen die Ironie der Geschichte, dass wir jetzt den deutschen Behörden gegenüber beweisen mussten, dass wir jüdisch sind, damit wir ein Privileg bekommen und nicht umgekehrt. Das war dann so eine kleine Odyssee, wie man das beweist. Die erste Begegnung mit der deutschen widersprüchlichen Bürokratie. Und dann nach einem Jahr ungefähr danach plötzlich kam dann die Genehmigung. Und dann wusste man, man durfte ausreisen. Das war der Weg dann dazu, dass wir dann alles verkauft haben, weil wir kein Geld hatten für die Tickets, 1993 in der Sowjetunion. Und dann mit zwei Koffern jeder ausreisen durften, ohne zu wissen, was auf uns zukommt. Es gab überhaupt keine Informationen. Alles, was wir wussten, ist, wir durften nicht mehr als eben die Koffer mitbringen, weil es keine anderen Möglichkeiten gab, Sachen zu lagern. Also sind wir mit zwei Koffern pro Nase nach Schleswig-Holstein. Of all places, sozusagen. Gut. Okay, dann machen wir in der zweiten Runde weiter. And I come to you, Lars. After I interviewed you, when we talked, I realized that your journey probably is the longest one
of all represented here on the podium. But I would still ask you to name every station and the time. And if it's too detailed, I just have to stop you. But okay. There will be, by the way, there will be more opportunity to talk to our guests because there will be, you know, drinks and food. And so anyway, so why did you leave Syria? If you could give us a short description of the reasons. Without your family, which is important, you left alone as a young woman of, at the time, 25, right? Yeah. And how did you end up in Germany? Well, first I had to leave Syria because I was working in medical aid as an activist. I was kind of a nurse. I did some first aid training, and I worked in a medical point in Damascus. And then there was a big demonstration in front of my house. 5 young guys were killed that day, and I had to go to one of the medical points. And when I was coming back, I had some blood on me, and one of the secret police, government secret police, saw me, and then I was followed because of this incident, and I had to leave my house for 1 year. I was sitting with relatives, friends, people I don't know, and I had to see my family in the street, and then my family decided for me to leave. So I went to Lebanon by car. I was kind of smuggled to Lebanon, and then I had to take a plane to Jordan, Amman. I stayed there for a month with some relative also, and then from Amman to Cairo. I stayed in Cairo for 1 year, and then I went to Italy by boat. And then from Italy, I stayed in Italy for 10 days between two cities. And then I went to France, Paris, for 2 days. And I left at the third one. I went to Bruxelles for 1 day, then Luxembourg, and then to Germany. You were shorter than everybody else. Well, perhaps I can add, that's what, you know, early interviews are good for, that all the reasons why you went to all these places, including Egypt, were that you had some relatives there, relatives, a brother or yes. Or cousins, yeah. Or friends, close friends, who then had family at places, especially in Egypt. Now, I do think that, you know, people would be very interested in some more details about your crossing the sea, leaving Egypt to Italy, if you could add some details, because that was really scary, right? Yes. Well, first of all, when we were in Egypt, I was working in Egypt and everything was fine and good, but at some point, the government in Egypt started to make things harder for Syrian, and we had some few like personal problems, and me and group of my friends decided to leave. We were a group of 13 adults and 3 children. We saw some smugglers, like 5 smugglers, then we decided to go with one of them. Actually, we were recommended to this person. And we went to a point where we had to take a bus, and then they gathered us, like my group and other people, of course, to a car. It's a truck, a big truck where they move sand and rocks with it, and we were a group of almost 45 with children. Babies even, and they put us at the back of the truck, and they covered us with a cover, and then they put a rope to tighten the cover on us, and then they took us to a farm,
we were supposed to move after, but we didn't because of the shores were secured, so we weren't able to move. We slept at this farm for a day and a half, and it was very bad. This was the worst part of my whole trip, even worse than the sea, because the people who were responsible of us, they were Egyptian, and they were on drugs, alcohol, everything you can imagine. We were harassed. They tried to steal our money, our mobile phones, everything. Like, we had to go to the toilet behind the trees, and we were always scared that one of them would follow us. And then we moved, finally, and we arrived to the shores. Then they took us groups by 5x5. This is the beginning of a really very scary story, and I apologize. You can see that it was really, really bad. It had various stations, boats, a deal with the Egyptian police that half of the people or a large portion of the people would be arrested so that the police could pretend that they were doing something against illegal smugglers, and then the rest were, you know, left on the boat to go to Italy. And the boat itself was very, it was safe, right? I'm sorry. No, it was basically safe, not like the plastic boats that we saw. It was a wooden boat where it was very small and very crowded with people. Yeah, first when we arrived to the shores, there was small boats. Mm-hmm. We had to change three boats to arrive to the big one. So the first boat was very small. It was like a fishing boat. It got no borders, like the one only has a, like, I don't know, a room inside it, mm-hmm. where they put the stuff that they need to use to fish. Mm-hmm. And the first boat I got into, it flipped, like, after 5 minutes because it had no balance. They put the people on one side, so it flipped. And then they took us to another boat, and then from this boat to a bigger one. And then we arrived like outside of the Egyptian water, and there was a boat with people inside. Those people were waiting for us on the sea for 3 days. They were waiting for our group to arrive. But then the person who was driving the boat got a call from Egypt, saying to move the people who were waiting for us to our boat. And the boat that they were in should go back to Egypt because it was the bigger boat and they don't want to lose it. So they got into our boat and then we moved. We were 7 days in the sea, and then a ship found us, a ship that moves gas and oil and that stuff. A big freight ship. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. They found us, and we were close to Italy. They found us at the 7th day, and then we were with them for 2 days, and we arrived to Italy at the 3rd one. Mm-hmm. Okay, thank you. Mm-hmm. Okay, wie Sie hören können, ist keine dieser Reisen einfach gewesen, lang, schwierig und natürlich in unterschiedlichen Weisen. Das heißt, Leute kommen an in Deutschland nach sehr, sehr anstrengenden, wichtigen, schwierigen Entscheidungen, anstrengenden Reisen, langfristigen Vorbereitungen und sehen sich hier einer mehr oder weniger fremden Situation ausgesetzt. Und ich komme deshalb jetzt dann damit zu der nächsten Fragerunde und würde diese gerne mit Ihnen beginnen, Herr Ceylan. Sie haben mir bei dem Vorgespräch eine kleine Szene erzählt, als Sie nämlich angekommen sind mit Ihrer Familie
in Dinslaken, glaube ich, dass sie dort, sie waren der ältere Bruder, sie waren 16 Jahre alt, mit ihrem jüngeren Bruder am Bahnhof gelassen worden sind in der Nacht, weil die Familie nur Geld für ein Taxi hatte, um zu der Unterkunft zu fahren. Und sie haben am Bahnhof übernachtet mit ihrem Bruder. Und dann sind sie wach geworden am Morgen. Und dann haben sie Deutschland gesehen. Und was war das? Ja, das war ein Bild, was wir von zu Hause aus nicht kennen. Als ich wach wurde, wir waren natürlich sehr müde nach 5 Tage, 5 Nächte. Und auf der Bank haben wir aus Müdigkeit eingeschlafen. Als morgens früh die Leute zur Arbeit fuhren, bin ich wach geworden und habe ich gesehen, dass an verschiedenen Stellen ein paar standen, die sich küssten. Und ich habe noch nicht mal meine Eltern beim Küssen gesehen. Und da sagte ich zu meinem Bruder, sag mal, kannst du mich mal bitte kneifen? Ich sehe was, was nicht sein darf. Die Leute küssen sich. Ich glaube, ich bin im Schlaf. Und er sagte, nee, ich sehe auch. Die Leute küssen sich. Das war, wo wir nicht gewöhnt waren. Ja. Und wir haben uns umgedreht damit. Wir haben uns geschämt, die Leute anzuschauen. Mhm. Und so war eine schöne Szene für kulturelle Irritation. Ja. Genau. Ja. Aber ich wollte Sie natürlich etwas allgemeiner fragen. Sie haben ja, das wissen wir schon, als ich Ihren jetzigen Beruf genannt habe, dass Sie sehr erfolgreich sind. Aber Sie haben mir auch erzählt, dass die ersten Jahre wirklich schwer waren. Die ersten Jahre, in denen Sie in Deutschland waren. Und ich wollte Sie bitten, noch uns mal zu erzählen, was für Sie, ich meine jetzt Sie als Person mit Ihrer Familie, aber auch gerade Sie als Person, was war für Sie das Schwierigste, womit Sie fertig werden mussten in den ersten Jahren? Also wir hatten ja in der Türkei 2-Zimmer-Wohnung und hier war Wohnung zu bekommen so schwer. Wir haben in einem Zimmer 6 Leute gewohnt und keiner hat geholfen, größere Wohnung zu kriegen. Es war auch schwer, irgendwo hinzugehen und Wohnung zu kriegen. Und stellen Sie sich vor, 4 Jungs, die zur Schule gehen müssen und lernen müssen. Und es war die Anfangszeiten, diese 3 Jahre waren schon Schwierigste für uns, uns weiter zu entwickeln und keinen Freiraum. Und auch war so, dass damals die Türken zusammenhockten und die sich gegenseitig besucht haben, dass wir jeden Tag in der Woche 5 Leute zu Besuch durchschnittlich und Wochenende 15 Leute. Das war wie bei der Armee in der Kaserne. So viele Leute in engem Raum. Ja, das war nicht einfach für uns als Kinder. Und es war ja auch für Sie deshalb nicht einfach, weil Sie ja gleichzeitig zur Schule gingen, Deutsch lernten und auch lernen wollten, ne? Ja, das ist auch nicht ganz einfach. Ich stamme aus einer Familie, weder meine Mutter noch mein Vater lesen und schreiben konnten. Ich bin trotzdem stolz auf meine Eltern gewesen, dass sie sehr fleißig waren, davon abgesehen. Aber es ist natürlich nicht einfach, wenn man Eltern hat, die nicht lesen und schreiben können und sie müssen sich weiterentwickeln. Die wissen nicht, wo sie dich anmelden sollen und welche Unterstützung es gibt. Und da war ich mehr oder weniger auf mich allein gestellt, dass wir selber irgendwas finden, uns weiterzubilden. Als ältester Sohn auch, ne? Ja. Ja. Okay, dann mache ich mit Ihnen weiter, Herr Algodinski. Ihre Familie war ja, also Sie können jetzt ja noch mal sagen, welche Berufe die hatten, aber Sie waren ja in der Sowjetunion alle in angesehenen Berufen tätig und es war auch klar, dass Sie zur höheren Schule gingen. Also Bildung hat in Ihrer Familie eine große Rolle gespielt.
Ich habe das in unserem Vorgespräch so ein bisschen so verstanden, dass eins der Probleme bei der Ankunft war, dass sozusagen dieses Kapital, also dieses kulturelle Kapital, was Sie hatten, zunächst nicht geachtet wurde. Kann man das so beschreiben? Können Sie ein bisschen erzählen vielleicht, wie sich das zeigte? Ja, weil Sie gefragt haben, was das Schwierigste war, vielleicht das Traumatischste. Und ich glaube, das ist das, was bei vielen diesen Integrationsdiskussionen nicht verstanden wird. Für die Kinder, oder ich war ja kein Kind, ich war 18, aber sagen wir, für die Kindergeneration ist häufig das Schwierigste nicht, sind nicht die Probleme, mit denen sie selber kämpfen, sondern anzusehen, wie ihre Eltern behandelt werden von der Gesellschaft, beziehungsweise auch durch die Situation. Und bei mir, also mein Papa war Chefarzt in einem großen Krankenhaus und meine Mutter war Ingenieurin, und natürlich dann zu sehen, wie meiner Mutter dann putzen gegangen ist, um ein bisschen Geld zu verdienen, bevor sie dann doch einen Job bekommen hat. Die 90er waren ja schwer, arbeitsmarkttechnisch. Aber als wir in der Flüchtlingsunterkunft gewohnt haben, das war ja 93, 94, also die Zeit, wo es wirklich voll war, also viele Bürgerkriegsflüchtlinge, viele Aussiedler, viele jüdische Zuwanderer, und wir wohnten alle zusammen auf dem Feld in einem sehr provisorischen Haus. Und bei uns, wir haben aber gesehen, also wir wurden einfach dahin gebracht ohne Geld, und einfach die Metallbetten waren im Zimmer, und wir haben aber geschaut, bei anderen gab es ein bisschen Möbel und sogar Teppichboden, also es war halt ein bisschen wohnlicher. Und dann haben wir gefragt, das waren Aussiedlerfamilien, woher kriegt ihr das? Und sie meinten, es ist kein Problem, wir zeigen es euch. Und eines Abends, es hat geregnet ein bisschen, haben sie uns dann genommen, und meine Mutter und mein Vater und ich, mein kleiner Bruder, wir sind dann mit denen dann gegangen und haben dann dachten, ja, was kommt jetzt? Und dann haben sie uns gezeigt an den Straßenrändern Sperrmüll. Sie haben sich da einfach bedient, und das war der Moment, wo mein Vater sich umgedreht hat und ist gegangen. Und ich habe dann aber zwei schöne Sessel ergattert und sie noch geschleppt und sogar ein Stück alten Teppich. Also wir haben es uns dann ziemlich wohnlich gemacht. Aber diese Erlebnisse, also die sind sozusagen teilweise den Umständen geschuldet, teilweise aber auch, wenn man sieht, dass die Eltern einfach hilflos sind im Geschäft und können sich nicht ausdrucken, man muss helfen, beziehungsweise auch, wie sie angeschaut werden von den Verkäuferinnen, Menschen, die nicht mal wissen, was für Hintergrund diese Menschen haben, einfach nur, weil sie mit Akzent sprechen oder kaum sprechen, werden sie, also mir war es egal, aber sie, meine Eltern, sagen deine, also deine Helden gewissermaßen, werden behandelt wie zweite Sorte. Das ist schon das, was auch bleibt. Ja. Als Kränkung. Als Kränkung. Ja. Und ich glaube, vieles davon wird, also die Gesellschaft geht davon aus, die können sich die Kinder der Zuwanderer einverleiben, also nehmen sie praktisch, und sie sagen, die Zeit wird es lösen, das Problem. Das höre ich auch in vielen jüdischen Gemeinden. So, warum sollen wir uns mit den Alten beschäftigen? Die Jungen integrieren sich doch ganz gut. Und das wird dann sozusagen die Antwort auf die Integration sein. Aber die Jungen sehen, wie die Alten behandelt werden. Mhm. Und das hinterlässt Narben. Mhm. Ja. Lilas, you arrived in Germany in 2014, finally. What month was that? It was the end of July. So August. In the summer. Mm-hmm. And part of your journey, as I remember, was that you had left your family, but you actually wanted to reunite your family, right? Your family was the parts of family in Syria wanted to join you. And so wherever you were, like in Egypt, there was suddenly,
you know, no entrance for Syrians anymore, yeah, for permanent residents. So that was one of the reasons why you went on and on and on. So in a way, Germany was the place where you finally hoped your family could unite. I wanted to ask you too what I asked the others in this second round. What did you find when you first arrived? What did you find most difficult, most the most difficult challenge for you? First, I didn't know anyone here. Mm-hmm. This was very, very hard, especially that I was in a very bad, like psychological and physical state when I first arrived. I had a friend. He's the one who took me to the Heim where I applied my application there for asylum. Yes. Mm-hmm. Yeah. And but he was transferred after 2 weeks from my arrival, so I was totally alone. And the second thing was the language, of course. I didn't know any basic German, and I was in a very small town, and they didn't speak English at all. Like with the papers and everything, there was translators, but when I went to the supermarket, when I wanted to buy some anything, there's no help. Even if I wanted to buy a train ticket or anything, it was very difficult. Even the stations in the train, they will say it in German, and it was complicated. And also, the Heim condition wasn't so perfect. I was staying in one room with another girl, and that I was lucky to have only one girl in the room. Usually there are five other roommates. I had only one, and my neighbors were two rooms with 10 guys. Single guys. We shared the toilet and the kitchen together, and it was difficult. They were all Syrian, except for one guy, he was from Eritrea. And yeah, well, I was alone and a girl, and he thought I was like an easy catch. So like whenever I go to the kitchen, he will follow me, he would say some nasty things. And then I had, it was difficult. And then I had to say to one of the Syrian guys that this is happening. And then they stopped him. And after 3 months, after I'd done all my interviews in the Heim, they transferred me into a house. I was alone at first, but then another woman came to the apartment. And I stayed there till my family came. My family followed me after. My brother was in Jordan when I went there. Then he went back to Syria. Then they all together went to Turkey. But Turkey is so expensive and everything, and I was in Germany, so they just followed me also in a boat from Turkey to Italy directly. And they came to the city I was in. They stayed at the same Heim also till their interviews were done, and they were transferred to a house near me. And this was a kind of a relief. Know, a relief. Yes, I understand. Mm-hmm. Yeah, we'll come back. I'll come back to you, Frau Schewinski. Ja, kein Problem. Alle sind so diszipliniert mit der Zeit. Ich hoffe, Sie fühlen sich nicht total gestoppt die ganze Zeit. Frau Schewinski, ich habe, das wissen Sie ja jetzt noch nicht, aber ich weiß ja schon, dass Sie eigentlich in der DDR, könnte man sagen, einen richtigen sozialen Aufstieg erlebt haben. Ja. Ne? Also Sie sind ein Landarbeiterkind und Sie sind dann später Lehrerin geworden. Ja. Es ist aber auch so, dass das eben nicht so einfach war. Und das vor allen Dingen, haben Sie mir ja erzählt, die ersten Jahre für Sie wirklich schwer waren. Und ich wollte Sie jetzt einladen, uns ein bisschen zu erzählen, was Sie besonders schwer fanden nach Ihrer Ankunft.
Also nach der Ankunft fand ich eigentlich schwer. Ich hatte mir vorgestellt, wir kommen ja in einen deutschen Ort. Wir sprechen die gleiche Sprache, wir haben die gleiche Religion und wir wohnen zwar nicht wie zu Hause, aber wir können miteinander sprechen. Aber das war nicht so. Wir waren die Flüchtlinge und die Leute, die dort wohnten, trotzdem sie auch nur eigentlich Arbeiter waren, wie unsere Väter und Großväter, gestatteten zum Beispiel nicht, dass ihre Kinder mit uns spielten. Wir spielten nur die Flüchtlinge untereinander, die Flüchtlingskinder. Das dauerte so lange, bis im Herbst die Schule wieder eröffnet wurde. Und dann gingen wir ja nun alle in die Schule, die Flüchtlingskinder und die einheimischen Kinder. Und dann lernten wir uns kennen, aber wir wurden nie Freunde. Also es hat uns niemand eingeladen und wir konnten keinen einladen. Wir wohnten in einer Lehmwohnung nebenan, muten die Kühe und so weiter. Wir hatten ein Zimmer und wir waren auch 5 Personen, 4 Kinder und meine Mutter. Die Küche war ein offener Schornstein, da regnete es durch, wenn es regnete. Und Möbel hatten wir wie die syrischen Flüchtlinge heute. Wir hatten 2 Betten, da schliefen die größeren Kinder drin. Wir sagten früher Chaiselong, heute sagt man, glaube ich, Sofa oder so. Dort schlief meine Mutter drauf und ich habe noch eine 3-jährige Schwester damals, die hatte noch ein Kinderbett. Also man konnte da niemand einladen, wo hätte er sitzen sollen und so. Wir saßen auch auf den Betten, nicht? Also es war sehr schwer, Kontakt zu bekommen. Mit den Erwachsenen haben wir gar keinen Kontakt bekommen. Für sie waren wir eigentlich Diebe und Zerstörer. Wir machten alles kaputt und so weiter. Warum sie es sagten, weiß ich gar nicht, aber wir waren gar nicht so veranlagt und wir waren auch keine Diebe. Ich muss sagen, die Flüchtlingsfamilien hielten untereinander zusammen, weil wir, die Großeltern und wir waren eigentlich die beiden Stadtfamilien und hatten nichts mitgenommen. Wir hatten 2 Kochtöpfe. Meine Großmutter hatte ein Essen für den nächsten Tag vorbereitet, meine Mutter auch. Und den hatten sie mitgenommen. Und das war das einzige Geschirr, was wir besaßen. Und es war also doch eine ganz ärmliche Zeit, muss ich mal so sagen. Wir mussten überall, es wurde dann Bescheid gesagt, dort und dort kann man meinetwegen Teller holen oder eine Schüssel oder so. Dann ging man dahin und holte das, damit man dann irgendwann was zu essen hatte. Es war sehr schwer. Ich muss dabei aber sagen, ich persönlich halte es für leichter, damals, wie wir gelebt haben, wie heute die Flüchtlinge, die kommen. Denn wir hatten irgendwie vor, gut, hier werden wir nicht ewig bleiben, wir suchen uns eine Arbeit und dann gehen wir weg und bauen uns ein neues Leben auf. Aber wenn ich das heute sehe, ist das ja alles ein bisschen anders. Also es war sehr schwierig, aber es war immer schön, wenn jugendliche Gruppen zusammenkamen, Kinder und Jugendliche. Als ich älter wurde, Jugendliche, dann war man kein Flüchtling mehr. Dann war man eben einer in der Gruppe. Sie meinen aber jetzt auch ganz konkret, also Organisationen wie FDJ in der DDR, ja, oder... Ja, das hat sich, also wir hatten dann im Dorf einen jungen, einen Neulehrer nannte man sie früher. Viele ältere Lehrer wurden abgesetzt, weil sie Nazi-Vergangenheit hatten und dann wurden Junglehrer eingesetzt. Und wir hatten einen jungen, ganz jungen Lehrer, der sehr interessiert war, den jungen Leuten zu helfen. Ich war unterdessen Hausmädchen geworden und meine Geschwister
waren in der Schule. Und er kümmerte sich vor allen Dingen um junge Menschen und gründete erst eine Jugendgruppe, später waren wir FDJler, es war so. Und er sorgte dann dafür, es wurde eine Gärtnerei gegründet, eine Universitätsgärtnerei, dass ich als Hausmädchen aufhörte. Wir kriegten ja kein Geld, wir bekamen eben Lebensmittel, weil wir haben ja nichts, es hat keiner verdient, meine Mutter hat nicht verdient. Ich war unterdessen zwar 15 oder 16, aber es wurden eben Lebensmittel, kriegte man Milch und Butter und Brot und das nahm man mit nach Hause und davon wurde dann die Familie ernährt. Mein Bruder hatte unterdessen eine kleine Hühnergruppe angebaut, dann hatten wir auch Eier. Also so wurde untereinander eben versucht, sich zu entwickeln. Das nehme ich jetzt mal als ein Stichwort mit dem Entwickeln, weil ich wollte jetzt gleich schon die nächste, letzte Fragerunde einläuten und aber gleich mit Ihnen weitermachen. Aha, also Sie brauchen gut. sich jetzt gar nicht zu erholen so, und also dürfen sich jetzt gar nicht erholen, gut. weil das, was, also eine Sache, die Sie mir erzählt haben, das trifft ja auch auf, ich glaube, alle zu, die hier auf dem Podium sitzen, ist, dass Sie ja auch wirklich interessiert waren, Sie wollten ja sehr gerne lernen. Ja, und ja. das haben Sie ja auch geschafft, indem Sie in diese Neulehrerinnen-Ausbildung gekommen sind. Und ich wollte Sie jetzt eigentlich fragen, wenn es um das Einheimischwerden geht, können Sie so einen Zeitraum nennen, wo Sie sagen, okay, ab diesem Zeitraum habe ich mich eigentlich da, wo ich wohnte, nämlich mittlerweile in Wolgast, wo Sie, glaube ich, Ihre erste Lehrerinnenstelle bekommen haben, ist das richtig? Ja. ja. Habe ich mich wirklich, aber. Habe ich mich wirklich zu Hause gefühlt? Und dieses Zuhausefühlen, was war dafür notwendig? Also was brauchten Sie, um dieses Gefühl zu bekommen, ja. dass Sie zu Hause waren? Wo fühlt man sich zu Hause? Das ist eben die Frage. Also ich bin durch viele Etappen gegangen, muss ich mal so sagen. Ich habe auch vieles gemacht, immer wieder neu gelernt. Und wo fühlt man sich zu Hause? Es gab überall Menschen, die den Flüchtlingen nicht zugeneigt waren. Also trotzdem wir Deutsche waren, waren wir nicht Deutsche. Wir waren Flüchtlinge, arme Leute und so. Und ja, wann wurde ich heimisch? Ich habe geheiratet. Und zwar und auch einen ehemaligen Flüchtling. Einen ehemaligen Flüchtling, ja. Wo ist Herr Schawinski? Und der war damals noch Student. Und wir mussten dann sehen, wie wir fertig wurden. Ich hatte schon ein Kind. Und ich muss sagen, als wir unsere Gemeinschaft aufgebaut haben, da war ich zu Hause. Ich hatte einen Mann, ich hatte Kinder. Ich hatte einen Beruf, den ich sehr liebte. Das muss ich mal dazu sagen. Vielleicht manche würden heute lachen. Die würden sagen, Lehrer, wie kann man den lieben? Nicht? Also ich liebte ihn. Und wenn ich zu Hause krank war und ich ging in die Schule, war ich gesund. Nicht? Also und da war ich zu Hause. Okay. Und da bin ich eben auch zu Hause geblieben. Wir sind in Wolgast wohnen geblieben, hatten erst eine kleine Wohnung, haben dann eine größere Wohnung bekommen, weil unsere Kinder ja, wir haben auch fünf Kinder und jeder braucht natürlich dann auch seinen Platz. Und wir haben dann eine größere Wohnung bekommen und die Kinder sind dann ihren Weg gegangen. Wir wohnen heute noch in der großen Wohnung. Okay, gut, danke schön. Dann will ich dieselbe Frage Ihnen auch stellen, Herr Zählern. Sie hatten, ich weiß aus unserem längeren Gespräch, dass Sie eben auch wirklich unglaublich lern- und wissens- und bildungsbegierig waren. Und Sie haben dann ja auch einen beruflichen Weg sehr konsequent verfolgt. Und ab wann würden Sie sagen, dass Sie das Gefühl haben, ich habe was erreicht und ich fühle mich zu Hause? Oder was gehörte dazu? Darf ich mal ganz kurz, was ein paar Leute in dieser Runde vorhin erzählt haben über Möbel. Wir sind ja 1970 nach Deutschland gekommen
Und ab 1971 haben wir unsere Wohnung mit Möbel eingerichtet und für alle Möbel haben wir keinen Cent bezahlt, weil die Deutschen haben damals ihre alten Möbel auf die Straße hingestellt, ganz wie die Deutschen gewöhnt sind, ganz ordentlich. Und meine Eltern haben in der Nacht im Dunkeln, die haben sich geschämt, die Möbel nach Hause getragen, aufgebaut. Es war so schön, wir fühlten uns wohl, ob Fernsehen oder Sessel oder Couch, Schränke, Kühlschränke. Es war wie im Park. Es war wie Paradies, ehrlich gesagt. Es war sehr schön, muss ich mal sagen. Und jetzt komme ich, wann ich mich wohl gefühlt habe, zu Hause gefühlt habe. Ich habe seit 1975 eine deutsche Frau aus der DDR geheiratet, die ich auch nach einem Jahr rübergebracht habe, mit ihr ich 28 Jahre sehr glücklich zusammengelebt habe. Bis vor 12 Jahren ist sie leider verstorben. Und seit 75 sind wir zusammen. Und ja, ich würde sagen, so nach ein paar Jahren, spätestens 1980, wo ich Kinder hatte, einen Beruf hatte, ich bin gelernter Elektromonteur und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Es waren die Möglichkeiten gar nicht schlecht. Es ist so, wie das Geld liegt auf der Straße, musst du dich nur bücken, so leicht nicht. Aber man hatte so viele Möglichkeiten aus sich, was zu machen. Diese Möglichkeiten hatten wir zu Hause nicht. Und es war für mich schön, dass man sich immer weiterentwickeln konnte. Mhm. Gut, okay. Herr Lagodinsky, Sie haben ja mit dem Reisen, das ist so ein bisschen jetzt mein Eindruck, als ich ihn zuerst anrief, war er gerade dabei, in einen Flieger nach Paris zu steigen, hat aber noch seine E-Mails beantwortet. Also mir ist aufgefallen, Sie haben nicht so richtig aufgehört zu reisen. Also Sie sind zweimal in den USA länger gewesen, wo Sie richtig gelebt haben und sind jetzt auch viel unterwegs. Würden Sie sagen, dass Deutschland jetzt Ihr Land ist, wo Sie auch öfter umgezogen sind? Also ich weiß jetzt nicht, seit wann Sie in Berlin leben, aber Sie sind ja dann zum Glück nicht immer in Schleswig-Holstein geblieben. Ich hoffe, es ist kein Schleswig-Holsteiner hier. Besser in Kassel dann. In Kassel, da wo es auch nicht so, wo wir uns auch schon darüber verständigt haben, dass das nicht die schönste aller deutschen Städte ist. Und dann nach Berlin. Oder ist es eher so, dass Sie sagen würden, Berlin ist meine Stadt? Oder würden Sie eher sagen, das brauche ich alles nicht? Sie können jetzt antworten, wie Sie wollen. Keine, ist nichts normativ gemeint. Ich glaube schon, es gibt eine Sehnsucht nach einer Verwurzelung. Mhm. Und deswegen habe ich zum Beispiel nie mich für den Auswärtigen Dienst beworben, weil mir diese Vorstellung, alle 3 Jahre umzuziehen, das war mir einfach zu viel. Also man hat schon das Gefühl, man will nicht ständig umziehen. Ja, kurze Dienstreisen, klar, aber ich würde ungern nochmal umziehen, sondern ich fühle mich wohl in Deutschland, muss ich sagen, auch in Berlin. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich immer beschweren darüber, über diese Gesellschaft. Ich finde das ähnlich wie Sie, diejenigen, die einen Vergleich haben zu anderen Gesellschaften und zu anderen Lebensphasen dort, wie schwierig, wie unsicher, wie unfreundlich, wie unsauber manche anderen Gegenden sind, auch wenn das die Gegenden sind, wo man aufgewachsen ist oder Frau aufgewachsen ist, desto mehr schätzt man trotzdem das, was vielleicht diejenigen, die Bio-Deutschen, die eingeborenen Deutschen vielleicht nicht so schätzen und immer schimpfen und alles hier muss ordentlich sein. Ja, das ist doch toll, dass es ordentlich ist. Das ist ja das, was man auch vermisst hat und was viele Probleme für viele verursacht hat. Aber für mich persönlich ist
trotzdem so das Gefühl, zu Hause zu sein, doch schon sehr mit meiner Familie, meinen Eltern, Großeltern verbunden. Und ich erinnere mich, das war eigentlich im Nachhinein, das ist total kurz nach der Einreise, aber es kam uns wie ein anderes Zeitalter vor. Anderthalb Monate ungefähr nach unserer Ankunft in Norderstedt, wo wir schon wussten, das war unser drittes Wohnheim, dass wir da wohnen würden und wo wir schon ein paar Sesseln bei Sperrmüll geklaut haben. Das war irgendwie bei mir in meinem Zimmer mit meinem Bruder ein bisschen wohnlicher geworden. Wir hatten Zimmer für jeweils zwei Personen, also wir hatten da Glück. Und dann hatten wir, das war der erste Weihnachtstag, was uns überhaupt nichts sagte, weil wir nie Weihnachten gefeiert haben. In der Sowjetunion hat keiner Weihnachten gefeiert. Aber wir wussten, was Jolka ist, weil so ein Weihnachtsbaum. Nee, das war nach Weihnachten. Und nach Weihnachten haben wir gesehen, da wurden alte Weihnachtsbäume verschenkt. Wir konnten uns ja keine neuen leisten und wir haben einen kleinen, schönen ausgesucht und haben dann in unser kleines Zimmer irgendwie geschleppt mit irgendwelchen Sachen dekoriert, die wir selber dann gebastelt haben und einfach Freunde, die wir dann schon hatten, in diesem aus dem Wohnheim, aus dem Nachbarzimmer eingeladen. Meine Mutter hat dann in dieser Gemeinschaftsküche was Russisches, also diese unglaublichen mayonnaisehaltigen Salate gemacht und das war das Zuhause, Mayonnaise war das Zuhause und dieses Neujahrfest war zu Hause, obwohl keiner es verstanden hat, warum man Weihnachtsbäume eigentlich nach Weihnachten dekoriert. Das ist so das Gefühl, was man versucht dann zu haben. Und Ankommen ist aber was anderes. Ja, Ankommen ist dann, wann man sich sicher fühlt. Ich fühlte mich sicher, als ich das deutsche Abitur gemacht habe, wo ich eine Note hatte, wo ich wusste, auch über ZVS wird es da keine Probleme geben, das zu studieren, was ich will, auch wenn ich keinen Pass habe. Als Bildungsinländer fühlte man sich sicherer als Bildungsausländer. Also das sind so diese Kleinigkeiten. Als Studienstiftler fühlte man sich sicherer als... dann Schritt für Schritt fühlt man sich immer sicherer, aber ein bisschen Unsicherheit bleibt immer und auch jetzt hat man immer noch, aber bitte nicht meinem Arbeitgeber weiter sagen, hat man ständig trotzdem die Angst vor Arbeitslosigkeit, vor dem nächsten Schritt, weil man eben das durch die 90er durchlebt hat, dass alles total unsicher ist und irgendwann sucht man nach Job und es gibt keinen, so wie meine Eltern es lange getan haben. Also das bleibt eben diese Angst vor sozialem Abstieg. Lilas, I asked everybody here on the panel when they felt they had arrived, you know, socially, mentally and everything. You're very new in Germany and although you have a wonderful apartment with a cat, where we had our first conversation, and I understand this is your little home now, and your parents are not living far away from you with their own apartment. I just figure that this is too early to ask you if you already arrived at home. So I would rather ask you what you think, what you wish for in the near future that would be important preconditions for you to feel safe and at home. Or is it... this is another alternative, that you do not seek this in Germany, but are we really waiting to go back after the war ended? This is another option, obviously. So you have all the time you want. Thank you. Well, I like Germany, of course, and I was lucky. I met a lot of friendly, helpful people, especially after I moved to Berlin. I moved to Berlin in June this year, like a few months ago. And but I'm still not feeling home. I mean, I'm 27 now, like, and all my memories are still back in Syria. I'm very happy and grateful and. Because I have my family around, they are safe and well, and they are now starting also their life, and this is very great, you know. But
And even for them, it's not life. They are still trying to figure out a way to mix and mingle in this new community. And it in Berlin, it's easier because there's a lot of people who speak Arabic, and like my family are like older, a lot older, so it's harder for them when we're living in the old city. And here they can go to doctors alone, they can manage to buy stuff and all of that because there's a lot of Arabic speaking people here. For me and my brother, it's easier, but we're still missing friends, family members, home. I miss my old room and a lot of stuff. And I guess at one point, maybe when the conflict in Syria will end, I would like to go back. I'm still, I think I will not go back until I will do something here, maybe graduate from school or have a certificate. So maybe when I go back to Syria, I will help to build the new Syria back then, even though I'll just go back, start from zero. I mean, every country I've been to, I've already started from zero. Like when I went to Egypt, I started from zero. I came here, I started from zero, and then I'll go back to Syria, I will start from zero all over again. And I'm 27, I just need to do something like serious. So maybe I'll have a certificate, graduate, and just go back and do something good, you know, to not only me, I guess most Syrians think the same way. So, but I feel welcome here, and this is huge, and yeah. I hope everything will go well. So do we. Yeah. Lidas, I would like to thank you specially very much. For sharing your story with us. It was not easy. And I apologize if I was somehow imposing. It was not my intention. And we wish you all the luck you need and want for your success, either here or in Syria, wherever you can go or stay. Und ich möchte mich natürlich auch bei allen anderen bedanken, sehr herzlich fürs Podium. Sie haben erzählt und trotzdem, meine Obsession mit der Zeit ist vielleicht meine eigene Macke. Ich hoffe, ich habe Sie nicht irgendwie damit irritiert. Aber wir wollen ja auch pünktlich enden und Sie haben noch Gelegenheit, wenn Sie noch bereit sind, kann jeder noch jeden ansprechen und noch weiter fragen. Es war mir eine große Freude, Sie zu moderieren und Sie auch kennenzulernen in längeren Gesprächen. Und ich würde vielleicht am Ende, ohne jetzt nochmal einen Vortrag zu halten, nochmal so ein paar Bemerkungen machen. Vieles ist ja schon zu der Bedeutung von geschichtlichem Wissen oder geschichtlichen Fragen für die Migrationsdebatte gesagt worden, sowohl von dir, Marianne, als auch von dir, Patrice, und Ihnen, Herr Schwarz. Und das, was schon gesagt worden ist, will ich sozusagen nicht nochmal wiederholen. Aber ich werde als Historikerin natürlich unheimlich oft mit der Frage oder mit so einer unterstellten Wahrheit konfrontiert, ob man bzw. dass man aus der Geschichte lernen kann. Und als Historikerin sage ich natürlich immer nein. Ja? Man kann aus der Geschichte nicht lernen. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man in der Geschichte Lehren fände, die man quasi in der heutigen Situation, einfach weil sie damals schon mal geklappt haben, heute wieder anwenden könnte. Das geht in der Regel absolut schief. Aber, und das würde ich dann doch sagen, nach dem, was wir heute hier gehört haben, sehen wir ja einerseits natürlich die Unterschiedlichkeit der Erfahrungen. Also die Ausgangssituation ist für alle total unterschiedlich gewesen. Die Bedingungen der Reise selber, die Situation in der Aufnahmegesellschaft ist total unterschiedlich gewesen. Das hat auch was mit sozusagen der jeweiligen ethnischen oder nationalen Herkunft zu tun und so weiter. Aber es gibt eben auch Ähnlichkeiten, die Ihnen wahrscheinlich während unserer Unterhaltungen hier auch klar geworden sind. Deshalb will ich Sie auch nur noch mal ganz
ganz kurz benennen. Also Ähnlichkeiten, von denen mir scheint, dass sie zumindest bis heute gültig sind. Und eine dieser Ähnlichkeiten ist zum Beispiel die unglaublich große Bedeutung von Familie. Und zwar sowohl in der Entscheidung zu gehen selbst, als auch in der Organisation dieser Entscheidung, in der Möglichkeit, es überhaupt zu tun, weil man Familie hat, weil man etwas für die Familie tut, weil die Familie aber auch ein Unterstützungssystem ist, und zwar natürlich vor allen Dingen auch ein emotionales Unterstützungssystem. Ich glaube, dass das immer noch der Fall ist, dass es sehr, sehr wichtig ist. Also Familie und weitere Verwandtschaft, nicht jetzt nur die Kernfamilien natürlich. Und das andere ist, dass wir reden ja über, und das hast du ja schon gesagt, Patrice, und ich kann dir da nur zustimmen, was die Geschichte lehrt, aber auch was diese Geschichten heute Abend lehren, ist, dass was hier Integration genannt wird, ein sehr langer Prozess ist, der, kann ich dir nur zustimmen, über Generationen läuft. Und das ist so ein Unbehagen, das ich immer habe, wenn gesagt wird, also wir machen jetzt ein Integrationsprogramm, das ist nach 3 Jahren abgeschlossen. Ja, da denke ich immer, das wird schief gehen. Und es hat was mit materiellen Investitionen zu tun, aber nicht nur. Es hat auch was mit sozialen und emotionalen Investitionen zu tun, die eine Gesellschaft machen muss, um Leute ankommen zu lassen. Und ich würde gerne noch eine dritte Komponente nennen, die mir bis heute gültig zu sein scheint, und die ist auf dem Podium hier auch noch mal deutlich geworden. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass Sie das auch so konkret angesprochen haben, dass nämlich die Erfahrung der Migration nicht nur eine ist von Wünschen im Hinblick auf materielle und soziale Verbesserungen, sondern dass es auch um Würde geht. Und das eine große sozusagen Schock ist, dass sehr viele Menschen, wenn sie in ein fremdes Land kommen oder fremd in einem Land sind, das muss also auch wenn man selbst wie Sie, Frau Schewinski, als Deutsche, dass sie irgendwie sehr häufig oder sehr oft in der Gefahr sind, ihre Würde zu verlieren. Also nicht nur ihren Status, sondern auch ihre Würde, die was damit zu tun hat, dass sie eigentlich gewohnt sind, sich selbst zu erhalten. Und wenn Sie sagten, Sie haben in 70er Jahren haben Sie durchaus den Sperrmüll gesammelt, ich natürlich auch, aber ich war ja Studentin, wir haben alle nur vom Sperrmüll gelebt, aber Sie haben gesagt, Ihre Eltern haben das nur im Dunkeln gemacht, weil sie sich geschämt haben. Das ist dasselbe. Ihre Eltern haben sich geschämt. Das war eine Frage der Würde, ob man das tut oder nicht. Und das ist mir nochmal wichtig als ein letzter Punkt. Jetzt sollen Sie noch was sagen, ne? Ja. Bitte. Ich bin sehr gerne in Deutschland, aber wissen Sie, ich vermisse auch einiges. Als wir arm waren und die Leute waren zusammen, sie haben sehr viel gelacht. Was ich hier in Deutschland vermisse, dass Menschen wenig lachen. Und zu viel meckern, wenn sie auch Wohlstand haben. Die sind nur meckern, meckern, meckern. Und ich hatte so viele arme Leute zu Hause, die haben jeden Tag Spaß gehabt, gelacht. Obwohl meine Eltern Analphabet waren, aber es war, die hatten Würde, über Dinge zu sprechen und auch manchmal Witze. Man hört ja kaum Witze, und das sind, was auch Leben schön machen, dass man manchmal auch über sich selber, wenn man missgebaut hat und die anderen lachen darüber, dass man mitlacht. Ja? Und es gibt einen kleinen arabischen Witz. Ein Junge aus der Schule kommt nach Hause und sein Vater schreibt auf einen Zettel irgendwelchen Kritzel und sagt, Papa, was machst du? Er sagt, ich schreibe Brief an meinen Bruder. Sagte, wieso, der kann doch nicht lesen. Ja, sagte, mach nicht, wir beide können nicht lesen. Okay. Also, ein bisschen Humor, ja, hätte ich gewünscht. Okay. Gut. Ich bin ja nun hier die Älteste und habe die Flucht am längsten hinter mir. 70 Jahre sind 70 Jahre, und reden tut man über diese Dinge eigentlich in der Familie gar nicht mehr.
das ist vorbei. Man hat sich das Leben neu aufgebaut und jeder lebt sein Leben. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben ein ganzes Haus voll Flüchtlinge in Wolgast. Mit diesen Flüchtlingen redet niemand. Sie können mit uns auch nicht reden, weil sie unsere Sprache nicht können. Und ich finde, es muss erreicht werden, wenn Menschen zusammen leben wollen. Sie müssen die Sprache lernen und wir müssen dabei helfen. Und wir müssen beide Parteien aufeinander zugehen, sonst wird das, was vorgenommen worden ist, nicht klappen. Damit danke ich Ihnen und nehme das als ein Schlusswort. Sie waren ein sehr geduldiges Publikum. Vielen Dank.